Hallo, liebe Leute, ist schon jemand da? Mal sehen, was hier gleich so passiert, ob hier jemand auf dazu kommt bei dem schönen Wetter hier heute auf dem Ostermontag. Ich kann mir vorstellen, dass viele jetzt zu Hause sind, geschafft sind vom Osterwochenende und ich möchte dennoch mal eben hier noch frohe Ostern an euch richten. Wir labern den Osterhasen tot hier heute. Mal gucken, was da läuft und was da so auf uns zukommt. Ich nehme mal an, gleich werden sich hier so der Chat ein bisschen füllen. Ja. Da wollen wir mal eben. Da ist Jörnis Outdoor-Welt ist da. Moin Jörni, jetzt geht's los, die ersten kommen dazu. Victor, guten Abend, frohe Ostern auch nochmal an dich. Schön, dass ihr da seid. Ja, ich hatte diese Woche, ihr hört mich sicher gut. Ich habe hier so die Pegel laufen. Alles soweit, so gut. Fiesta, moin, frohe Ostern an dich, Max. Wie geht's dir? Du hast dein Andrew Jordan nochmal gezeigt, gerade im Forum. Und da habe ich gedacht, so Mensch, das ist aber ein Spaten. Da fehlt ihr vollkommen die Spitze oder ist sie erstmal abgebrochen? Levelwurstbrot, moin, auch an dich. Alexander Leischner, Nabend, hallo. Stadtgecko, hallo, fröhliche Ostern an dich, Dirk. Dirk ist auch wieder da, der Dirk ist da. Ich hab dich hier gerade mal eben drauf. Willst du dich mal sehen? Du kennst dich, ne? Wir haben es noch ungefähr 4 Kilometer bis Fürstenwalde. Gut, ne? So. Ja, es sammelt sich, die ersten sammeln sich. So. Ralf, ja, ich bin zurück. Wir sind heute Mittag zurückgekommen, weil wir noch ein paar Sachen auf der Uhr hatten. Und war ganz nett. Einfach, wir sind gestern Mittag hingefahren, haben in unserem VW-Bus direkt da am Wasser gecampt und haben einfach ein bisschen gesessen, Ruhe genossen. Da ist so eine Strandbar, die früher hieß die Sonnendeck, die war früher cooler. Das war ein bisschen einfacher gehalten. Das war so, kennst du, so mit Paletten im Sand stehend, mit cooler Mucke, ein bisschen so Chill-Out-Mucke und sowas, war richtig geil. Und leider ist das jetzt übernommen worden, jetzt heißt das Ding Pricke. Gar kein Service mehr, da rennt gar keiner mehr durch die Gegend. Du musst dich da irre anstellen, damit du überhaupt mal was kriegst. und ja, da hatten wir ein bisschen zu tun. Also du hast den ganzen Abend über einen einzigen Drink gekriegt. Und dann haben die um 8 Uhr, als der geilste Sonnenuntergang war, haben die zugemacht. Da fragst du dich wirklich, da könnte abends ein DJ auflegen. Da könnte, es war so ein geiles Wetter, so eine geile Abendstimmung, so wie Café del Mar in San Antonio. Nix da. Die haben da überhaupt keinen Geschäftssinn. Ich weiß gar nicht, was los ist, Bob. Auf jeden Fall ziemlich übel. Also ich war richtig überrascht. Ja. So, was haben wir denn hier? Benny, Marc, Vibrans, Otto Heiko, Till Austermann, Rosti Pink, Südtisk. Hallo, schönen guten Abend an euch. Fiestorm schreibt hier gerade, nee, das hat leider diese Form. Ich wollte lieber Clippoint, aber du kennst ja Andrew. It turns out like it turns out. Ja. Ne? Mr. Großzeh, auch an dich. Frohe Ostern. Schön, dass du hier bist. Outdoor Saxonia, moin, moin. Daniel L., moin. Outdoor Saxonia, grüß dich. Stadtgecko Adventure, ha. Hast dich gesehen, ne? Ja. Stadtgecko, ich freue mich da ganz doll drüber mit Dirk. Machen wir jetzt nächsten Monat machen wir eine Kajaktour zusammen. Ich nehme mal an, dass Dirk auch da ein bisschen was filmen wird. Ich werde natürlich auch die Tour filmen. Ich habe mir wieder den Ort nicht gemerkt. Das ist auf jeden Fall in Brandenburg und eine schöne Tour wird das.
Wir fahren beide mit dem Kajak und ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Ich fahre dann da abends hin, nach Feierabend, und dann treffen wir uns und mal gucken, was dabei rauskommt. Ne? Dirk, ich freue mich da auf jeden Fall ganz doll drauf und schöne Sache, ja, dass man mal wieder einen Gleichgesinnten hat mit Paddeln. Ja, kennt ihr hier den Dirk? Habt ihr mal seinen Kanal? Guckt ihr den mal öfter? Das ist auf jeden Fall sehr interessant bei ihm. So. Polo, moin, guten Abend. Madden McFly, auch moin. Twitch Wien, schöne Grüße an dich. Vedat, moin. Jörnis Outdoor-Welt, na, wenn die das Potenzial nicht nutzen, haben sie Pech. Also ich war ja nun lange Zeit Gastronom und wenn ihr diese Location da hättet und seht, wie viele Menschen da sind und wenn du dann siehst, dass im Selbstbedienungsmodus Leute anstehen und keine Ware kriegen, nichts kriegen, du brauchtest für eine, um dir einen Drink da in der Schlange abzuholen, brauchtest du eine halbe Stunde. Und das ist jetzt nicht übertrieben. Und also ich hätte da drei Saftschubsen hingestellt und dann wäre das da Rabotti. Ein paar Bartwichser hinterm Pult und dann ging das ab. Und dann noch ein paar Leute die einfach nur mit Bierkisten rumgehen und aus der Kiste heraus abverkaufen. Zack, 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 zack. Ich wüsste gar nicht, wo ich mit der ganzen Kohle hin sollte. Also da ein Traum für jeden Gastronomen, so ein Ding da zu haben, mit dieser Aussicht, mit diesem Sonnenuntergang. Und dann sitzen die da und machen Selbstbedienung. Ganz, ganz übler Schuppen. Also echt schade, dass das sich so gewandelt hat. Buschkraft Erklens, moin. Steffen Arz, auch an dich. Auch auf jeden Fall wird bei dir gefilmt, das ist gut. Hoffe ja immer noch, dass du mir das alte Teil, was bei dir in der Werkstatt liegt, irgendwann fertig machst. Hab das Gefühl, dass das genau mein Ding wird. Haha. Bei mir liegt ein Jordan-ähnliches Messer, was ich mal angefangen habe vor, weiß der Geier, 8 Jahren oder wann. Und seitdem liegt das da rum und ich habe überhaupt gar keine Motivation, das wo zu bauen irgendwie. Aha, Südtisch, du bist bei den schönen Wasserbildern gleich hinterher immer auf die Rudermaschine. Da hattest du noch das Wasserrauschen. Ja, da war aber kein Wasser mehr beim Rauschen, weil wir die ganze Zeit, das Wattenmeer ist ja immer die Ebbe und Flut und wir hatten da gerade Ebbe. Ja, Stadtgecko, geht mir auch so. Ein Huhu ist auch da. Auto Heiko, Stadtgecko ist spitze, sehe ich auch so. Nabend an Matthias. Und hast du das Puma White Hunter? Natürlich habe ich das. Ich habe da sogar ein Video drüber gemacht, wie ich meinen Puma White Hunter baue. Rosti Pink, ein paar Barwichser, ja. Ja. Jetzt füllt sich das hier so langsam. So, Thema hier. Wie viel sind wir überhaupt? Ich habe hier immer bei der Sache überhaupt keinen Überblick. Wenn ich hier gucke, wie viele da sind, wie viele Leute, wie viele aktive Zuschauer da sind, da sehe ich immer gar nichts. Ich habe hier, wenn ich über OBS-Studio diese Sache hier mache, sehe ich nicht, wie viel Publikumsbeteiligung hier ist. Ne, sind aber im Moment 60 Zuschauer da, aber es wird ja sicher noch mehr heute. Jo. So. Moin, Lars. So, Heiko, du liest ja sicher selber mit. Stadtgecko bedankt sich gerade für das Lob. Ne? Ja, okay, hast schon. Okay. 59. Ja, ich habe jetzt hier 60 stehen und das wird wohl noch mehr. Ja, Themen heute. Was wollen wir denn mal durchgehen? Ich habe mir so ein bisschen da gedacht, dass wir einfach auch mal ein paar Sachen machen, wie zum Beispiel habe ich hier die... hat einer schon von euch das Be Prepared Video von Vanessa geguckt? Da könnte man ja auch mal drüber schnacken. Sie hat da ja so einen Film von gemacht. Ich mache mich da mal ein bisschen kleiner. Warte mal eben.
So. Da kennt ihr den Film schon? Ich will mir den noch im Ganzen angucken. Bin ja mal gespannt. Ich kriege übrigens noch diese Armbrust, die Vanessa da hat, weil ich mich da einfach mal neugierig drauf war. Ne? Was für eine Dramatik in der Musik. Weil ich da neugierig drauf war, diese Armbrust, die gibt es mit unterschiedlichen Leistungsstärken. Und ich habe die, Reini schickt mir die, Reini Rossmann, wollte mir die mal eben zum Ausprobieren, schickt er mir rum. Aber Reini, du musst auch mal in die Gänge kommen, bevor ich sterbe. Ne? Aber coole Aufnahmen da im Wald. Ne? Sie hat da auch echt irgendwie eine coole Location, wo sie das machen kann. Ich bin sehr gespannt. Habt ihr, also, bin sehr, sehr gespannt auf das, was da kommt. So. Jetzt werde ich mich mal eben hier wieder einblenden. So, und swap, bin ich wieder da. Ja, habt ihr die Geschichte schon verfolgt von Vanessa? Das soll wohl mehr so eine Doku-Filmgeschichte werden, wie sie aus der Stadt und so ein Fluchtfilmchen. Ich bin mal gespannt. Da ist ja auch viel... Ich denke immer nur so, dass die meisten Menschen heutzutage, und das ist ein Riesenproblem auch unserer Politiker, die sind alle auf irgendeiner Sonderschule, auf irgendeine Sonderschule gegangen, sei es St. Blasien oder sonst was, in irgendein Internat, wo es keinen auf die Fresse gab, wo alles ganz konform gesprochen wurde. Und diese Menschen, die sind heute in der Politik und reden über Kriege und haben noch nicht einmal was auf die Fresse gekriegt auf dem Schulhof. Oder vielleicht doch andauernd, ich weiß es nicht. Also bei Klabauterbach weiß ich, dass der Mann immer was aufs Mett gekriegt haben muss, wie auch, also das, Drosten sieht auch aus wie Bilbo Beutlin, also den haben sie auch bestimmt gemobbt in der Schule und die lassen jetzt ihren Frust an den Menschen über ihr politisches Amt aus. Das ist so meine Theorie. Rasierenmusik, moin Abend. Ich habe mein, ganz frisch das Jagdkit 2 und sehe da aber eine Phase, Primäranschliff, ist das normal, schneidet dadurch relativ schlecht und ich weiß nicht, umschleifen. Das normal hatte das Jagdkit früher, die ich hatte, hatten einen balligen Anschliff auf 0. Wenn das da eine Phase hat, dann hat das jetzt wohl eine Phase. Ballig und Phase ist so der letzte Dreck, den man sich vorstellen kann an Schneidwilligkeit. Nur mal so als Idee. Vielleicht solltest du es umschleifen. Tom, moin an dich. Lars, ja, hab mit einem Auge gesehen. Und wie war's, Lars? Was ist dein Eindruck dazu? Meinst du das Video von Vanessa, wo sie nach der Apokalypse im Wald lebt? Genau, Ralf, das meine ich. Ja, schon gesehen von Vanessa. Großes Thema im Moment. Ne? Alle denken, dass sie da im Wald einfach leben können. Ich hatte zu ihrem Teaser ja schon ein Reaction-Video gemacht und habe einfach mal auch gezeigt mit einer Nachtsichtkamera, mit so einem Nachtsichtbereich, was da möglich ist und dass man da die Menschen eben auch sieht. Und wenn da jemand sich aufhält, so heimlich kann der gar nicht sein, dass man den nicht, wenn da einer unter militärischen Gesichtspunkten unterwegs ist und Leute aufklären will, dann findet der die auch. Okay, dir gefällt das nicht. Ich bin noch gespannt. Ich will mir jetzt noch kein Urteil darüber abgeben, aber ich bin trotzdem gespannt, was ihr dazu sagt, ob es sich lohnt. Bist du auf der Messerbörse in Schafsheim? Nee, das ist mir zu weit weg. Ich fahre nächste Woche ins Saarland, da ist ein Bushcraft-Treffen. Da bin ich eingeladen und da werde ich hinfahren, das Wochenende über. Jörni hat auch den Film gesehen. Das Video von Vanessa fand ich gewöhnungsbedürftig. Ja, da wird mit dieser Kriegsangst gespielt im Moment. Das machen ganz viele. Ja, wie eben auch unsere Bärböcke und so und Habecks mit. Die spielen sogar mit dem Dritten Weltkrieg. Das liegt einfach daran, weil sie gar nicht wissen, wie weh das tut, wenn man einen auf der Fresse kriegt. Das ist so meine Idee zu diesen Menschen. Die haben überhaupt keine Ahnung, was sie da gerade machen. Die haben wirklich, das ist erschreckend. Geht euch das auch so?
Wir haben eine Regierung, die verspielt gerade Haus und Hof. Das sind hochgradige Pokerspieler. Und die meisten Menschen haben auch so eine Illusion, ist meines Erachtens. Also ich bin ja ganz froh, wenn ich das keinen Krieg und keine Gewalt erleben muss. Und denen scheint das auch nicht wichtig zu sein, dass, weiß der Geier, dass die Menschen irgendwie einen warmen Arsch haben müssen im Winter und alte Leute bald kein Geld mehr haben, um sich die Stromrechnungen zu leisten und die Gaspreise zu bezahlen. Und die dann im Winter mit ein paar Wolldecken in der Bude sitzen. Also meine Mutter hat nicht sehr viel Rente. Die teilt sich, das ist aus der Kriegsgeneration, die sind schon sehr logisch denkende und rational denkende Menschen. Meine Mutter auch, die spart immer und hat auch eigentlich immer ein bisschen Geld, aber die haben nicht mehr die, da sind keine großen Sprünge drin bei diesen Menschen mehr, ne? Bei den alten Rentnern. Da sind ganz wenig Leute von diesen alleinstehenden Frauen, die dann da die riesen Millionen da zur Verfügung haben. Das scheint irgendwie an unseren Politikern gänzlich vorbeizugehen, dass die wollen, die ziehen ihren Scheiß durch und denken, das ist alles okay. Also im Moment habe ich das Gefühl, dass unsere Leute da oben, dass sie zu heiß gebadet sind. Wer das sagt, gefällt dir nicht. Es gucken ja sehr viele. Also es ist ja so, es muss ja irgendeinen Punkt geben. Zum Beispiel ist es, mir fällt ja auf, guckt euch mal an, ich habe ja einen kleinen Kanal und meine Viewer zum Beispiel, die ihr jetzt, ihr guckt sich ja auch ein bisschen Fritz Meinecke und alle so Kanäle so querbeet. Aber das Gros der Fritz-Leute würde sich nie meine Scheiße angucken, weil ich den viel zu nüchtern und rational bin und nicht so hipstermäßig und auch zu alt vielleicht, ne? Sicher zu schon ein alter Sack. Und das ist für die nichts mehr. Und ich nehme mal an, Vanessas Viewer, die hat ja nun auch schon einen großen Kanal und schafft da viel und lebt auch davon. Und das ist ja auch das, warum Vanessa jetzt hier diese Sachen macht und solche Filme macht, weil sie eben Einschaltquote bringen. Und das ist ja ein Thema, was eben aktuell ist. Ne? The trend is your friend, das muss man eben mal erkennen. Heute hat mir wieder einer, so eine Klugnase, als Kommentar geschrieben, dass er das nicht gut findet, dass ich da die Reaction-Videos mache und dass ich denn da mich auch kritisch äußere. Also das ist schon, diese Cancel Culture ist auch bei den Leuten angekommen. Die wollen gar nicht, die wollen alles so schön geredet haben. Und ich bin ja doch jemand, der kritisch ist. Ich mache auch in meinem Leben nicht alles richtig, aber ich habe eben auch eine Meinung und habe auch Lebenserfahrung und denke, dass ich darüber mich äußern kann über bestimmte Dinge. Das war wegen Thomas Gast, hatte der sich dann da geäußert. Und dann wollte er von mir, dass ich das alles, was ich alles sein zu lassen hätte. Da habe ich ihn dann versucht mal zu erklären, nur ganz kurz angerissen, dass das hier YouTube ist, dass das nicht die Realität ist. Und ich hier YouTube, diesen YouTube-Kanal ja mit auch ein bisschen ab einer gewissen Größe, das könnt ihr euch sicher vorstellen, macht man ja nicht YouTube nur noch so zum Spaß. Das ist nicht mehr zum Spaß, wenn ich... dann bin ich jetzt ganz ehrlich, ich sitze hier heute mit euch wieder, weil es jetzt ja auch Usus ist, dass ich einmal im Monat einen Stream mache. Und das ist aber auch Arbeit, hier zu sitzen und das zu machen. Und du musst vorher ein bisschen vorbereiten, ein Thumbnail bauen eben für den Stream und so weiter. Und ich sitze jetzt hier und heute ist Ostern. Und für mich ist Ostern ja eigentlich auch frei. Und ich arbeite ja morgen wieder meinen normalen Job. Und das verkennen viele, dass man dieses Jahr auch macht, um Geld zu verdienen und oder Erfolg zu haben. Oder so wie ich, mein Kanal ist klein, dass man vielleicht denkt, ah, der könnte vielleicht ein bisschen mehr Schubs und kriegt dadurch mehr Schubs. Und was ist Tatsache? Diese Reaction-Videos, da gucken recht viele Menschen. Die wollen heutzutage so Brot und Spiele, ein bisschen Zank und Stunk oder sowas angeblich sehr. Da brauchst du nur einen reißerischen Text, also
Aufmacher und dann ein bisschen Clickbait und dann gucken das sehr viele. Ne? Und natürlich, wenn man dann seinen Kanal so irgendwie ein bisschen erweitern möchte für die Zukunft, dann ist ja logisch, dass man dann auch eben dementsprechend sich den Trends, und die Trends sind Reaction-Videos, sind Laber-Videos, sind die wenigsten gucken doch noch die Videos, und wenn man das so anguckt. Guck dir an, der liebe Dirk, der Stadtgecko, der hat so tolle Videos macht er mit, und ich ja auch mit meiner Kanu-Kajakfahrt. Da machst du Outdoor, machst dir richtig Mühe, filmst und filmst, sitzt Tage und schneidest sozusagen, weil das so viel Videomaterial ist, und dann gucken das irgendwie 5000 Leute, 6000, bei Dirk irgendwie 7000. Und dann machst du einmal nur so ein Jägervideo, wo du sagst, irgendwas Kontroverses zur Jagd sagst, da hast du mal eben in einem Tag 7000, 6000 Klicks. Also von daher sieht man ja, dass es die meisten Leute gar nicht interessiert, ob du da dein olles Paddel ins Wasser tunkst. Das interessiert den Scheißdreck. Also sie wollen lieber, dass du laberst. Ne? The trend is your friend. Und wenn man nicht da mitmacht, wenn du nicht das, was gefragt ist, mitmachst, dann musst du dich nicht wundern, wenn du out bist. So, Outdoor Man. Oh, hier war gerade ein Sprung im Chat. Sittis Bogen wäre wahrscheinlich sinnvoller gewesen, to be prepared. Also ja, aber Bogenschießen muss man lernen. Das ist nicht leicht. Hingegen kann eine Armbrust jeder Honk benutzen. Das ist der Unterschied. Und halbwegs damit treffen. Steffen Arzt, du schreibst hier gerade, wie siehst du eigentlich die allgemeine Situation mit Material im Messerbau, meinst du? Ne? Trifft das auch bald die Messer? Aber wie? Was denkt ihr denn, was da gerade abgeht? Erstens, ganze Produktionslinien warten gerade auf Mikata und G10. Gibt's nicht. Deswegen liegen ganze Reihen von Messern auf Halde, wo die Messer theoretisch fertig sind, aber keine Griffe da sind. Es wird sich verteuern, dass ihr bald bestimmt nicht mehr Messer unter 100 Euro kaufen könnt, schätze ich mal. Die Stähle sind ja hochwertige Stähle. Inzwischen zahlt man für einen Zentimeter, also wenn du jetzt hier Reinhard Müller hatte ich letztens noch angefragt, ich habe das dann vergessen, ihm noch Bescheid zu sagen, der hat CPM 3V, 1 Zentimeter so breit und 4 Millimeter hoch, 1 Zentimeter davon, 4,50 Euro. Ne? Das heißt, wenn du dann ein 20 Zentimeter Messer bauen willst, was ja nicht viel ist, das sind ja, das wäre dann so ein kleines Messer hier wie mein, wartet mal eben, wo habe ich es denn hier? Hat das 20 Zentimeter, müssen wir mal eben gucken. Das sind, ja, 21 Zentimeter. Ne? Dann sind wir hier schon bei 94,50 Euro nur für den CPM 3V Stahl. Blanco, ohne bearbeitet zu sein. Das ist irre viel Geld, was da im Moment weggeht für die Materialien. Und die Verknappung wird sich noch... Das ist natürlich auch Kalkül, ne? Also da verdienen sich Leute dann auch grundsätzlich dumm und dusselig dran, ne? Lars Reinicke, ja, das wird sicher um ihre Waldhütte herum sein. Wo ist das überhaupt? Ist sie da irgendwie im Berchtesgaden oder wo ist sie ansässig? Ich weiß das gar nicht. Tom, 78, sehr unterhaltsam, fragt sich nur, wo man im Wald hin will im Notfall. Ja, stell dir mal vor, die paar Wälder, die wir haben, auch größere Wälder, da sitzen dann ja alle drin. Ne? Das wird nicht so leicht gehen. Alles fiktiv und Prepper-Vorbereitungen halt. Ja, ja. Also die Prepper-Szene lebt ja auch von der Illusion und von dem Spieltrieb. Das ist meines Erachtens auch ein Punkt. Ich hatte ja auch zu Martins Survival-Bunker, der für mich eigentlich eher ein Sarg ist. Ne? Also da mache ich oben einfach, stelle ich irgendwas drauf, dann kommt der Mensch nie wieder raus. Dann vergammelt der da, dann kann er sich zugucken, wie er da drin vergammelt. Also
gefährlich. Automan, für mich ist das, was Vanessa da macht, ein Versuch, einen erfolgreichen YouTube-Kanal aufzubauen, von dem man leben kann. Ich nehme mir das, was sie da macht, aber nicht ab. Ja, natürlich, das machen aber ja alle. Musst du ja so sehen, wenn man so in dem Bereich YouTube vorgeht. Ich muss euch mal, wartet mal, habe ich das hier? Ich habe auf jeden Fall immer meine Liste und meine gelben Zettel. Guckt mal, ich habe hier so ein Ding, immer gelbe Zettel. Ich schreibe mir immer auf gelbe Zettel Themen auf und die übertrage ich dann. Ich habe so einen Sprung hier liegen. Das sieht ja gerade so ein bisschen an der Ecke mit den gelben Zetteln wild aus. Und die übertrage ich dann die Ideen auf meinen großen Zettel. Und auf diesen Zettel immer diese Memos für Videos. Du musst da echt kreativ sein, damit du den Kanal befeuerst, wenn du da was mitmachen willst. Bei mir ist es zum Beispiel so, mein Kanal lebt davon, also ich mache mehrere Sachen. Zum einen mache ich Messerdesigns. Im Moment baue ich wenig Messer, komme ich nicht zu und mir geht es auch nicht so gut. Ich habe gerade wieder so einen herben Rückschritt gesundheitlich. Mir geht es gerade richtig schlecht mit meinen Nervenschmerzen. Und habe morgen erstmal einen Arzttermin, aber das ist eben das andere Thema. Seitdem ich meine, ich musste mich impfen lassen mit Novavax, damit, weil ich Behinderte betreue, in der, die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Also da, ich muss euch übrigens sagen, das ging mir so nah, dass ich bei der Impfung geblärt habe, weil ich mich wie vergewaltigt fühlte. Und ich habe seitdem so dolle Schmerzen wieder auf einmal und ich bin, also ich hatte jetzt dann nach der Impfung meinen ersten Survival-Kurs und habe, ich konnte mich nicht mehr hinknien. Ich konnte ganz viele Sachen gar nicht darstellen. Ich wollte Feuer bohren und konnte kaum mich runterbeugen mehr. Das ist natürlich irre unprofessionell, wenn du dann deinen ersten Kurs machst. Ich habe wirklich riesige Probleme damit gehabt. Da kamen mehrere Sachen aufeinander. Erster Tag, erstes nach Corona, erster Kurs nach Corona. Erstmal war ich selber ein bisschen aufgeregt. Zweitens, nagelneues Lager, neues Gelände. Ich hatte vorher noch keinen Kurs da abgehalten, habe mir zwar ein Konzept ausgedacht. Dann ging das los, hatten wir 60 Stundenkilometer Wind. Hagel, Regen, Sturm, alles war da. Wir mussten erstmal ein Shelter bauen, damit wir da alle Mann überhaupt was machen konnten. Im 5-Minuten-Rhythmus regnete das. Du konntest fast gar nichts darstellen. Und ich war am ersten Tag so konfus selber, dass ich kaum was hinkriegte und was ich machen wollte. Dann hatte ich noch so irre Schmerzen, dass ich einfach gar kein Konzept für mich aufbauen konnte. Also ich habe das sehr schlecht gestartet und war auch selber mit der Sache nicht zufrieden. Die Leute waren aber, haben das sehr locker genommen und waren auch, was witzig war, sehr entspannt und die waren froh, dass sie mal wieder raus konnten und eine gute Zeit hatten. Wir haben schöne Sachen dann gemacht. Ich habe dann mich am ersten Abend dann gleich ganz früh verzogen und in den Schlafsack gelegt und habe dann mich erstmal ausgeschlafen, Schmerzmittel gefressen und am nächsten Tag konnte ich dann besser starten. Aber ich wollte nur sagen, dass dieser Kanal eben auch dafür ist, um Werbung für meine Produkte zu machen. Das ist so ein Konglomerat, so ein mehrstrahliger. Das eine befeuert das andere. Ich mache Designs für Messer und so, wie hier meine die für Jas, dieses hier, das Eches, ne? Und so weiter. Und das alles ineinander greift das. Und wenn man das so nimmt, macht man diesen Kanal ja nicht. Und Vanessa Outdoorman macht das auch nicht aus Spaß. Und ich mache es hier auch nicht mehr aus Spaß. Mir bereitet das Freude, auch die Leute, super coole Leute, geile Kontakte. Das ist schon was Besonderes im Leben. Aber es ist auch eben viel, viel Arbeit. Und man findet, ich mache hier schon locker. Ich habe letzte Woche mal schleifen lassen und vorletzte Woche, weil ich so viel Arbeit hatte, dass ich nicht so viel gemacht habe, aber sonst komme ich immer schnell auf 15, 20 Stunden nur für YouTube zusätzlich in meinem Leben zu meiner anderen Arbeit. Und das wird Vanessa noch extremer machen, weil so ein Filmchen, was sie da macht, das ist schon ein bisschen mehr
bisschen mehr Aufwand. Rostit Pink, wie findest du 2235? Habe ich noch nie benutzt. Weiß ich nicht. Kann ich dir nichts zu sagen. Habe ich noch nie verbaut? Gar nichts. Kann ich dir nichts zu sagen. Muss man erstmal machen. In der zweiten Hälfte kommt in dem Video noch was Sinnvolles. Okay, da bin ich ja mal gespannt, Martin Breitenbach. Da werde ich es mir auf jeden Fall noch angucken. Pascal Dopfeld, hi zusammen. Schön, dass du da bist, Pascal. Hier im Westen von Schleswig-Holstein haben wir keinen Wald. Ich verkleide mich als Kuh, das ist die beste Tarnung. Das ist gut, du musst dich aber, die muss weiß-lila sein, das weißt du. Danke, dass du etwas über Lauterbach, Drosten, Habeck und Baerbock sagst. Die sind katastrophal. Ich habe heute gelacht, wie noch nie mit meiner Frau. Da war ein Typ auf dem Platz, wo wir wo wir übernachtet haben mit unserem Bus. Und dann kam der an, das war der Platzwart, und der war so ein bisschen, sagte so, das war so geil, wie hat er das gesagt? Der Lauterbach, der wäre besetzt. Da würde jemand drin, anderer wohnen. Das wäre eigentlich ein Toter, der besetzt wäre. Er würde sehr esoterisch sein und sich mit Seelenwanderung. Und dieser Mann wäre mit einem schlechten Menschen besetzt. Das wäre nur ein Toter, der durch die Gegend wandelt. Lauterbach wäre besetzt. Ich habe so gelacht. Der war so geil, der hat so trocken gesagt, so Norddeutschland. Du, der ist besetzt. Das war der Hammer. Ja, Max, mega Muster, Mysterien. Aha. Lars, Mats, ich finde dich und Fritz gut. Jeder hat seinen eigenen Content, jeder auf seine Weise gut. Ja, Fritz macht ja richtig im Moment das, was er sich wünscht. Ne? Der reist, macht nur noch das, was wo er Bock drauf hat. Er hat es geschafft, also irre, einfach irre. Ich wollte gerne mit euch nachher nochmal eben auf die Seven vs. Wild, die zweite Location. Wisst ihr schon, wo das jetzt sein soll? Habt ihr eine Ahnung? Weil er sagt, es wäre fest und die sind am Plan. Otto Heiko, die Komplexität einer Flucht überleben wollen im Wald ist und mit ein, zwei Videos gar nicht darstellbar. Ich glaube, Otto Heiko, die echte Brutalität dieser Sache ist nicht darstellbar. Und die meisten Leute gucken einen ja schon heutzutage an, wenn man... Ich bilde ja gerade meinen Hund aus, meinen Jagdhund. Und Bodo ist ein echter Wildfang, der Junge. Der braucht ein bisschen harte Hand. Und wenn du den mal ordentlich anbürgst, dann gucken dich so weichgespülte Leute, die mit auf einer Hund irgendwie da zufällig... Die gucken dich an, als wenn du gerade ein Kind auspeitscht. Also, ne, das ist schon heftig hier. Rainers Jagdteil, Waldmannsheil an die Runde. Rainer, Waldmannsheil auch an dich. Max Mega, Waldmannsdank, ich bin aber noch kein Jäger. Du willst aber noch Jäger werden, das ist schön. Tu das, das ist was Gutes für dich. Das wird dich dein Leben bereichern. Rainers Jagdteil, okay Max, dann sag mal nicht Waldmannsdank, da sagt man Waldmannsheil zurück. Waldmannsdank sagt man nur nach dem Erlegen. Man sagt, antwortet auf, also damit sagt man dann, wenn man sich dann wieder trifft nach der Jagd, sagt der andere Waldmannsheil, und der, also als Frage, und dann sagt der andere auch Waldmannsheil, dann weiß ich, dass er nichts geschossen hat. Waldranger, hallo auch an dich in die Runde. Friesland Auto, moin. Survival Martin war jetzt bei Schmiedegu, will sein Seven vs. Waldmesser dort nachbauen und verbessern. Ein Reaktionsvideo wert. Ja, die sagen ja schon, ich fress mich hier auf die großen Kanäle fest. Aber es ist einfach so, ich sehe da auch immer viel Potenzial, wo man drauf eingehen kann. Also, ich bin mal gespannt. Ich habe es mir aber auch noch nicht ganz angeguckt. Das Messer an sich war jetzt gar nicht so schlecht. Ich fand nur, ich würde es nicht mit einem Scheuel bauen. Ralf P., also wenn sowas passiert, wie in dem Video bei Vanessa geschrieben ist, dann hoffe ich mich, erwischt es gleich am Anfang. Ja, ich glaube nicht, dass wir das wollen, was da noch ist, ne? Dass wir
unser Leben so weiterleben, dann, dass das, ich habe schon wieder ein eingeschränktes Video. Aha. Kannst du jetzt schon wieder bei der Werbeeigung eine Überprüfung anfordern? Das ist immer, und das dauert dann ewig, bis die Videos hochgeladen sind, und dann kriegst du trotzdem keine Kohle dafür. Das macht YouTube immer sehr, sehr gerne. Ist eigentlich auch ein bisschen frech. Aber jetzt sind 222 Aufrufe und wir haben 126 aktive Zuschauer. Das ist doch schon mal was. Jo. Hallöchen nochmal, Tapsi, an dich. Oh, geiles Thema gleich. Ja, ich glaube, dass die meisten Menschen einfach nicht sich vorstellen können, was da für pure Gewalt entsteht und wie auch Gewalt gegen Frauen entsteht. Das können ja die unsere Regierungs-, unsere Abgeordnete auch, die per Quote, ne, per Frauenquote sagen, dass alles gut zu sein hat. Also die sagen dann auch, nein, das ist, das darfst du nicht. Im Krieg werden Frauen vergewaltigt, da wird äußerste Brutalität geht da einher. Und die glauben dann, dass sie, und die, da seht ihr auch, wie weit weg die sind. Die besetzen ja bei uns jetzt die Neue da. Die eine hat auch gerade abgedankt da wegen des Ahrtals, die Grüne. Und da haben sie die besetzt als Zwangsbesetzung, eine Tuse, die noch weniger Ahnung von der Geschichte hat, weil es eben wegen der Frauenquote besetzt werden muss mit einer Frau. Frau, das ist ja alles gut und schön. Das ist ja auch schön, wenn eine Frau die Qualifikation hat, aber... Das ist der Wahnsinn, was da bei denen gerade abgeht. Also die besetzen, also da werden Böcke zu Gärtnern gemacht und Blinde zu Sehern und so weiter. Also einfach Wahnsinn. Da werden Stellen besetzt mit Leuten, die gar keine Qualifikation haben. Das muss man sich mal reintun. Ja. Gerade das mit der Impfung wollte ich dich fragen. Ja, EM. Ja, es war nicht gut. Hat mich sehr zurückgeworfen. Ne? Otto, zum Thema Nervenschmerzen oder Probleme, hol dir doch hochkonzentriertes Vitamin B12, diese kleinen Fläschchen mit 20 Milligramm und bei B12-Inhalt. Da wirst du merken, das wirkt richtig gut. Probiere ich mal aus. Danke für den Tipp. Vitamin B12. Wo kriegt man die? Diese Fläschchen? Wenn ihr schon so viele Jäger sind, habt ihr euch mal eine Frage. Würde gerne den Jagdschein machen, weiß aber nicht, ob ich wirklich jagen will. Ja, das muss man schon vorher wissen, Tom. Lohnt sich die Ausbildung auch für Naturbegeisterte? Also willst du einen Flugschein machen, weil, obwohl du eine Flugangst hast und nie fliegen wirst. Aber trotzdem findest du es schön, in den Himmel zu gucken, weil das da so schön aussieht. Die Frage kannst du dir selber beantworten. Entweder du machst diesen Aufwand. Das ist ja nicht nur der Jagdschein, das ist doch viel mehr. Außerdem wirst du über den Jagdschein auch erkennen, dass du das, was du da machst, eine Aufgabe ist. Das ist eine Lebenseinstellung, das ist nicht ein Hobby. Onkel Hamo, moin. Aber gut, dass du ehrlich bist, mein guter EMU. Was sind wir hier im Norden? Da kommen viele übrigens nicht mit klar. Habe ich so festgestellt, da habe ich mich letztens mit einem Kumpel drüber unterhalten aus dem Süden, dass unsere Norddeutsche gerade raus, bei uns sagt man, ey, du bist ein, was willst du? Lass mich in Frieden oder du sabbelt Schiete, lass das sein. Und da kommen die aus dem Süden, da wird wohl scheinbar immer mit so drum herum geschwafelt. Und wenn dann so einer aus dem Norden das sagt, dann sehen die das, da kommen die Leute nicht drauf klar. Die meisten Leute können heute sich nicht mehr mit unterschiedlichen Mentalitäten auseinandersetzen, ist mir aufgefallen. Also es ist sehr, sehr witzig. Fearstorm, nee, dafür ist es zu viel Aufwand und kostet es zu viel, sehe ich auch so. Und das sind ja auch, das macht man ja nicht mal eben so ein Kurs. Das ist ja nicht mal eben so, nee. Also einen Führerschein machen ist einfacher. Vedat, Vanessa hat zu viele schlechte amerikanische Filme gesehen, hat von den Filmen vieles übernommen. Ich weiß das nicht, ob sie welche gesehen hat, aber sie macht da jetzt ihr Ding. Also ich habe auch nichts gegen Vanessa, ganz im Gegenteil. Sie
sie macht ihr Ding, sie hat auch eine schwere Zeit hinter sich und hat eben auch sicher ein Ziel mit ihrem YouTube-Kanal, was sie erreichen will, dass sie davon unabhängig wird, dadurch unabhängig wird und weiter ihren Lebenstraum leben kann, was natürlich eine schöne Sache ist. Max Mega Mysterion, die einrichtungsbezogene Impfung muss zurückgenommen werden. Wäre schön, wenn du einen Arzt findest, der deine Beschwerden heilt und als unerwünschte Nebenwirkung dokumentiert. Nachdem gerade das Paul-Ehrlich-Institut die Impfdatenbank versehentlich gelöscht hat, komischerweise. Nachtigall, ich höre dir trapsen. Omera Simon, ja, war letztens geschockt, dass Gerhard Eder sich dreimal hat impfen lassen. Ja, lass ihn. Ich bin da nicht geschockt drüber. Wer da die Ängste hat und das meint, dass das gut ist, soll das ja da auch tun. Da finde ich einfach so, soll jeder machen, wie er will. Ich finde es nur eben, dass das den Menschen selbst überlassen werden soll. Seven vs. Wild Location. Max, hast du gesagt, irgendwo im Warmen. Denke ich auch mal. Er war da ja auf dieser Insel. Und das denke ich auch, dass das so in die Richtung kommt, hier wie bei Naked Survival und so weiter, wo die dann doch irgendwelche Sachen darstellen können, wo auch eben Food-Ressourcen da sind, die wir in kalten Regionen nicht so haben, wo das dann auch ein bisschen, wird ja auch viel, die Bilder, Entschuldigung, die waren ja viel toller, viel mehr, was fürs Auge nochmal, habt ihr ja selber sicher gesehen, das Video von Fritz auf der Insel, das war ja einfach nur hammergeil, auch mit dem Tauchen und was er da gemacht hat, einfach Wahnsinn. Und ich tippe auch mal da irgendwo Philippinen, er war ja da irgendwo auf den Philippinen. Du tippst auf Südamerika, tippe ich nicht so, ich tippe mehr auf Philippinen oben. Sam vs. War hat noch nicht preisgegeben. Er hat heute gesagt, dass es kurz vor Unterschrift ist und wenn das klar gibt, er mehr bekannt zu Seven vs. Wild. Zumindest wird er schon seine Auswahl getroffen haben, wer da mitmacht. Da bin ich ja mal gespannt, wer da mitmacht. Wer da medienwirksam ist für ihn. Das müssen ja medienwirksame Leute sein. Das muss man ja, ist ja logisch. Der will, da, das, die haben jetzt einfach, der hat jetzt vor, mit dem nächsten Ding sich satt zu machen, dass er nicht mehr abhängig ist. Ja, seinen Führerschein hat er ja noch nicht wieder. Wegen dieser angeblichen Renngeschichte bin ich ja mal gespannt. Also er hat sein Auto ist immer noch beschlagnahmt und seinen Führerschein. Das finde ich auch heftig, was da läuft, nur weil da mal zwei Leute ein bisschen scharf an der Ampel angefahren haben. Also was ein Wahnsinn hier auch in diesem Land. Also, das haben wir früher immer gemacht als Kinder irgendwie oder als Jugendliche. Das war normal, ne? Ein bisschen Lack geben, mal Reifen hielen lassen und so weiter. So, 4BR4x4S. Aha, schönen Namen. Wieso habt ihr immer so komische Namen, die man nicht aussprechen kann? Jörnis Autowelt. Naja, wenn Bodo nicht hört, muss er Feuer haben. Du bist das Herrchen und er und das Sagen. Ja, aber die Leute können das heute nicht mehr drehen. Wenn er mal ein Feuer kriegt, dann sind die kurz davor, den Tierschutzverein zu rufen. Ja, du bleibst trotzdem Bodo-Fan. Wo ist eigentlich Bodo? Bodo, komm mal her! Mike Subway, moin. Moin auch an dich. Schön. Thorsten Trick, moin. Bist ja... Moin, bist du in der Scheißsituation? Hab mich nach der Impfung auch jedes Mal beschissen gefühlt. Mein Vater hat gewisse Vorerkrankungen und dann hat er die Impfung auch jedes Mal aus den Socken gehauen. Ja. Jörni, Bodo, Bodo. Schön. Waldmanns Heil, Waldmanns Dank. Waldmanns Heil. Thorsten, würde auch, dass ich es von dir nehmen, bevor man es nicht mehr bezahlen kann. Aber das bekommt man gerade nicht genau, wie das Ibis, das gibt's noch nicht. Bites wird es geben.
Wir bauen gerade, es wird, ich kann euch ein bisschen hier ein bisschen spoilern. Es wird bald ein neues, was haben wir denn hier? Neue Messer von JAS geben. Es wird ein Survival-Messer geben, großes mit 17 cm Klinge. Ein Bowie, so ein bisschen Kampfmesser, Bowie-Style. Dann wird es das Beatis geben. Wir wissen noch nicht genau, was Survival-Messer wird wohl Kreid heißen, nach dem indischen Kreid, einer Schlange. Wir haben jetzt ja die Schlangennamen, gehe ich ja so ein bisschen durch. Und das Beatis ist eben die Puffotter, Beatis Gabunica, also so ein Gabun-Viper zum Beispiel. Also so, das sind dieses, das wird das Bushcraft-Messer werden. Es wird ein klassischer Bushcrafter im Woodlore-Style sein, den wir da anbieten werden. Das wird ein schönes Messer, freue ich mich drauf. Torben trägt. Es kommt man gerade nicht genau, wie das GW von dir wird wohl auch noch dauern. Ja, Torben, ich bin in der unglücklichen Lage, dass es mir einfach nicht gut geht. Sagen wir mal so, es ist die Arbeit in der Werkstatt ist einfach auch sehr anstrengend, sehr, sehr zeitaufwendig. Und wenn ich meine andere Arbeit gemacht habe und dann noch YouTube gemacht habe und mein Haus und Hof und was ich so machen muss, Hund ausgeführt, ich bin dann so fertig, dass ich im Moment das nicht schaffe, noch irgendwie Messer zu bauen. Ich komme da, kriege das kaum gebacken, ehrlich jetzt. Benny, dein Humor. Ah, so. Ja. Wo? Ach, Mist, hier war gerade der Sprung wieder. Outdoor-Opa Holger. Tom, das kommt drauf an. Dümmer wird man jedenfalls nicht. Nur ob die ca. 1500 bis 2000 € lohnen, musst du natürlich selbst entscheiden. Kauf dir doch erstmal ein Buch, den Krebs, beziehungsweise. Da kannst du das eigentlich auch draus lernen. Da hast du recht, Holger. Gute Idee. Kauf dir ein Buch, lernst so. Du kannst das auch alles so lernen. Ob du das Jagdrecht auswendig lernen musst, wenn du doch nicht jagen willst, fände ich also absolut unsinnig, das dann zu lernen. In der Apotheke oder Drogerie gibt es B12 hochdosiert. Judge, moin. Onkel Amu. Ich habe das Video gesehen und finde es realitätsfern, fast schon lächerlich. Ich denke, die Zielgruppe ist sehr jung und unerfahren und leicht zu beeindrucken. Da zählen die Klicks. Naja, wollen wir es ihr auch gönnen? Sie hat sich Mühe gegeben. Für wie viele Klicks hat sie jetzt schon? Premiere war gestern, vorgestern 2 Tage war die Premiere. Da war, und jetzt hat sie fast 20.000 Klicks. Also okay, ist doch okay. Mike Subway, ich finde auch Norddeutsche gut, eure Art. Ja, aber es viele aus dem Süden. Und ich merke, dass auch noch schlimmer wird, dass wenn ich schreibe, gerade raus schreibe in einem Forum, dann sind ja reihenweise Leute beleidigt, weil die das nicht drehen können, dass wir das einfach so sagen. Und wenn ich sage, bei uns will man jemanden, das ist eigentlich eine, du Dösbaddel, das heißt ja, irgendwie du Schnarchsack. Das ist nicht so ganz böse gemeint. Das ist so vielleicht eine Beleidigung, aber das können die Leute nicht so drehen im Süden. Die denken dann, du wirst dann, die kommen mit diesem geraden heraus, kommen viele nicht klar und sind heute, auch gerade in dieser heutigen Gesellschaft, sehr, sehr schnell beleidigt. Judge Agi, du fragst noch mal zum Clip des Reichert-Klappmessers. Das habe ich hier gerade liegen. Guck. Der ist schön stramm, fest und federt. Ich habe hier ja beide. Also kannst du bedenkenlos kaufen. Das ist nicht wie bei diesen hier. Der ist so auch erstmal stramm hier beim MKM. Wobei das MKM ein ganz, ganz tolles Messer ist. Also ich finde das ganze andere, das ganze drumherum bei dem Messer hammergeil. Aber bei den Reichert-Messern, hier diese neue Serie. Hier das Titan, ne? Hier das einmal Titan, einmal in Kohlefaser und da sind die Clips
richtig bombengut und sind auch Deep Carry übrigens. Ne? Schöne Messer, machen echt Spaß, kann ich euch nur empfehlen. Es ist eine sehr kleine Serie. Also ich würde, also für mich im Moment die besten Slipjoint-Messer, die es auf dem Markt gibt, wenn ihr da scharf drauf seid, greift zu. Torben Trüg, ja stimmt, die Wahl tut weh. Das ist der, ja, die Leute sind reihenweise immer beleidigt, wenn man mal gerade raus sagt, du, das stimmt ja gar nicht, was du da sagst. Ich habe das die andere Erfahrung gemacht und das, was du da sagst, das kann nicht sein. Dann sind die beleidigt. Das kommt heute keiner mehr mit drauf. Klar. Automan, es gibt von Doppelherz so eine Achterpackung mit diesen B12-Flaschen. Die kosten 6,99 Euro. Kommt mal an jedem Edeka. Ich kann da aus Erfahrung sprechen, dass die sehr gut wirken. Okay, das werde ich machen. Ich danke dir für den Tipp. Da gehe ich gleich morgen bei und hole mir mal so ein paar Pülliken. Otto Holger, danke, das mache ich, danke. So. Und nochmal hier wieder 4BR4x4S. Das erworbene Wissen ist doch beim Jagdschein schon gut und umfangreich. Ein Freund macht den Schein aktuell, will aber nicht unbedingt jagen. Ja, wie gesagt, ich sag nur, ich liebe es zu fliegen und daher würde ich einen Flugschein machen, um zu fliegen. Wenn ich rausgehen will und ich will jagen, dann würde ich einen Jagdschein machen, weil ich jagen will. Das muss man wissen. Wenn ich nicht jagen will, ist es für mich blödsinnig, nur des Wissens willen, den Jagdschein zu machen. Dann kann ich auch genauso im Eigenstudium mir das Wissen aneignen. B12 kannst du auch spritzen. Darf ich das auch draußen an der Straßenecke dann machen? Jagdschein ist nur eine Legitimierung für das Hegen und Pflegen, was andere verbockt haben. Auch das sehe ich nicht so. Ich pflege und hege nicht nur, ich jage in erster Linie auch, weil ich jagen will. Jagen ist für mich ganz viel. Jagen ist unter anderem, das wurde jahrelang immer nicht kommuniziert. Jagen ist für mich Nervenkitzel auch. Es ist was Besonderes, draußen zu sein, mit einer Legitimation etwas jagen zu dürfen. Und dann ist es für mich eben auch noch ein tolles Nahrungsmittel, was ich erhalte. Also es sind so, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich nur jagen gehe, weil ich Fleisch will. Nein, ich gehe auch jagen, weil es einfach nur, es ist ein irres Gefühl. Warum fahren Leute, gehen Leute Bungee springen oder sowas? Es ist schon, es geht, also du hast da schon auch einen Kick dabei. Das darf man übrigens, wird das nie kommuniziert, finde ich, ist eine sehr wichtige Sache, die man auch mal weitergeben muss, dass dieser Kick auch da ist dabei beim Jagen. Und auch vor allem, was geil ist, mit guten Leuten draußen zu sein und ein bisschen, und gerade wir als Männer, in dieser heutigen Welt geht unsere Rolle als Mann, geht ja auch ein bisschen unter. Ich gucke mir das jetzt an, meine Frau hat sich ja wieder aufgeregt, weil wir jetzt in Dangast waren, diese ganzen Hipster-Männer, die für die Frauen die Handtaschen tragen. Fand sie ultra befremdlich. Sie ist, meine Frau ist eine Frau und ich bin ein Mann und diese Rolle wollen wir weiter leben, weil ich kann Sachen, die ich als Mann kann und sie kann Sachen, die sie als Frau besser kann als ich. Und ich finde, dieses geht so in dieser Gleichmacherwelt unter. Ich weiß nicht, wie ihr das gerade erlebt. Ne? So, und gerade als Mann gibt es Sachen, finde ich, die uns angeboren sind, die in uns schlummern. Das ist auch was Archaisches. Das sind innere Triebe, die da sind. Und der Jagd- und Beutetrieb, der ist in uns Menschen drin, in den Männern. Und ich lebe den gerne aus. Ist ein konvex geschliffenes Messer gut geeignet zum Zerwirken von Welt und sollte man es hier auf einen Flachschliff, Hohlschliff setzen? Also, Patty, ich würde, weil ja auch alle im Moment und der, wie heißt der, Vaco von Virtuovice, diesem YouTube-Kanal, der immer Bark River zeigt beim Jagen, da möchte ich euch mal was erklären.
Weiko hat früher auch bei mir öfter mal kommentiert beim Jagdvideo und auch noch irgend so ein Video, wo ich Wild aufbreche. Und da sagte er selber in dem Kommentar, dass die Bark River Messer eine ganz andere Sache wäre, wenn ich jetzt so gänzlich zum Beispiel das Schloss aufbreche und solche Sachen. Und wir deutschen Jäger jagen und benutzen Messer anders. Ich finde, die konvexe Schliffe auf Null sind super empfindlich, was bei Knochen. Die schippen ganz leicht und brechen aus, wie auch Skandis, wenn die Knochenkontakt kriegen. Also für mich ist ein balliger Anschliff auf Null und ein Skandi-Anschliff kein Jagdmesser-Anschliff. Würde ich immer sagen, nimm dir ein Hohlschliffmesser oder ein Flachschliffmesser. Und wenn du dir die ganzen alten Messer anguckst, da findest du die ganzen alten, traditionellen Jagdmesser, die du so kaufen kannst, da findest du keins mit ballig auf Null. Offiziell von den älteren. Wie eben so, guck dir an, hier auch Randall Knives. Ich habe hier gerade einen Randall, das habe ich gerade neu. Kennt ihr Randall? Das hier ist ein ganz, ganz spezieller. Hier hohe Schliff, hier geht er rüber in flach sogar. Also hier vorne ist er ganz hohl und hier vorne wird er flach. Und das ist der Randall Nummer 3 Hunter 5 Zoll. Ein ganz, ganz besonderes Jagdmesser. Und bei der Jagd, finde ich, hat der ballige Schliff nicht so viel zu suchen. Warte mal, ich guck mal eben was nach. Kleinen Moment. Ich zeige euch mal eben hier, ich habe hier North Country von Bark River. Ist eigentlich ein super schönes Messer mit 154 cm. Und die Spitze ist auch wie der ganze Kram auf Null. Und da bin ich, das war mal bei der Jagd, und dann bin ich dann nur so hintergehackt und habe so gekratzt. Und dann machte das nur Pling und da war die Spitze weg. Und dann konnte ich das ganze Messer neu schleifen. Also ein riesen Aufwand bei Bark River. Um das zu erhalten. Tapsi, mal eine Frage zu Messern, gerne auch später beantworten, wenn es das Thema passt. Ich bin auf der Firma Corover Knives gestoßen und wollte fragen, ob Sie Erfahrung mit deren 3V-Stahl haben. Ja, habe ich. 3V-Stahl ist ein schwieriges Thema. Viele Firmen kriegen die Härtung nicht richtig hin oder die Wärmebehandlung. Ich habe jetzt mehrere Messer auch schon gehabt mit 3V und die waren alle unterschiedlich gehärtet. Also die hatten ganz unterschiedliche Charakteristiken und ich hatte sogar ein Survive Knives, GSO Survive Knives, super teures Messer mit 3V-Stahl und das war so schnell stumpf, dass war so überrascht, dass so ein teures Messer mit so einem angeblichen High-End-Stahl so schnell stumpf wird. Das war nicht, war ungewöhnlich. Das war sehr ungewöhnlich. Daher würde ich aus der Erfahrung, die ich mit 3V-Stahl mit verschiedenen Firmen gemacht habe, ich habe jetzt gerade einen Dawson da gehabt mit 3V-Stahl, das hat sich sehr, sehr gut bewährt. Ich hatte früher das AK-47 von Kurzstiel, das ging so, war so in der Mitte, aber dass das jetzt der heilige Gral ist, wie er uns anfangs als der Superstahl versprochen wurde, das sehe ich nicht. Ich würde an deiner Stelle, wenn du das Messer mit einem anderen Stahl bekommen kannst, dir empfehlen, nimm einen anderen herkömmlichen bewährten Stahl. Denn die Härterei, also mit CPM 3V, das ist sehr, sehr heikel. Also es kommt auch darauf an, was du da für ein Messer hast, ob das nachher ein Skandi wird, ob das ein Flachschliff wird und so weiter. Robert Böhm, Grüße aus dem Erzgebirge. Ich danke dir für deine Grüße. Aha, Abraxas, naja. Ich habe aber keinen Bock, Thorsten. Ich habe immer keinen Bock, hier noch Rätsel zu lösen bei den Namen. Das ist schon manchmal schwer genug.
Bodo war bei Helge Schneider übrigens der, der die, den Tee bringen musste. Okay. So, wieder ein Sprung hier. Wartet mal eben. Ich denke auch Philippinen in die Ecke. Aber jetzt sind wir wieder bei Seven vs. Wild nochmal. Hauptsache warm. Zudem denke ich, wenn sie wollen, werden sie da Outdoor Anka, Lorena Outdoor, Sabrina Outdoor sehen. Fabio Schäfer fast ein Muss. Ja, ja, das ist so die. Ich finde das immer so witzig bei Fritze, wie er immer seine Piepsis, wenn er dann irgendeine Piepsi entdeckt, die er scharf findet, die wird natürlich gleich supported. Ne? Also da kommt eben auch keiner, der von das entweder ganz Unbekannte, aber so irgendwie Halbbekannte, die supportet er dann nicht. Es sei denn, es sind irgendwelche unbekannten heißen Schnitten. da merkt man, dass der liebe Fritze wohl Single ist und dass da das Pimmelchen noch ganz schön juckt. So, Mike Sapwell, cool, endlich mal anständige Messer. Welches meintest du, das Randall? Ich habe mehrere Randalls. Randalls sind geil. Randall ist Outdoor-Kult. Habt ihr Randall-Messer? Also das ist, man sollte ein Randall-Messer in der Sammlung haben. Wollen wir eventuell auf der Jagd und Hund im Juni ein kleines Treffen abhalten? Willst du das irgendwie veranstalten? Willst du das abhalten? Wann ist die im Juni denn genau? Weißt du den Termin? Schreib mal eben rein. Ich habe im Juni nämlich mehrere Sachen. Ich habe Survival-Kurs, ich habe da an vielen Wochenenden was vor. Du kommst 6 Wochen später und sammelst das Gear ein, Wild Basics, ja. Bin Neueinsteiger beim Messersammeln. Hast du ein paar Tipps für mich? Nee, habe ich nicht. Kauf dir einen Wolfgangs Ambulo. Wolfgangsmesser. Ganz was Geiles. Winkelkatze, moin Jackknife, was sagst du zu dem Sonnenölraffen? Sind die Leute noch normal? Ich weiß das gar nicht. Ich habe schon seit Wochen kein Öl mehr kaufen können. Ich habe dann irgendwie, ich war auch bei der Metro, ein befreundeter Gastronom von uns, der sagt, das ist total gaga. Er kriegt kein Öl, braucht Öl, damit er seinen Laden betreiben kann. Er kriegt kein Öl. Ich war bei der Metro, letztens vor dem Survival-Kurs, wollte da auch, dachte, da kriegst du vielleicht ein Paket Öl und eine Flasche Öl. Nichts, nada, gar nichts. Ich frage mich, wie das jetzt überhaupt so Gastronomen machen. Das ist ja, muss ja mörderschwer sein. Also ich halte das, ich weiß jetzt gar nicht so genau, ist das, kommt dieses Raffen dadurch, dass die Leute jetzt alle sich, die sonst immer einmal im Monat eine Flasche Sonnenblumenöl gekauft haben und die dann auch gereicht hat oder noch länger, dass die jetzt auf einmal 12 Flaschen kaufen, weil sie mal eine nicht bekommen haben. Also ist das der Fakt? Ich habe es jetzt gar nicht so verfolgt. Ist das passiert das auch gerade mit dem Mehl oder ist das Mehl und das Öl wirklich knapp? Also beim Scheißhauspapier war es ja auch so, dass die nächsten Jahre würden die Leute kein Scheißhauspapier mehr kaufen müssen normalerweise. Dösbadel ist ein ungeschickter Mensch. Jönni, ja. Tag aus Hamburg. Mike Mötteli. Moin Mike. Markus Michael. Autor Heiko. Fabio Schäfer ist kein Muss für nichts. Warum wird der Typ so gehypt? Und nur weil er vermeintlich cool mit nur 2 Teilen in der Veranstaltung ging, ist fast sein Leben aufs Spiel gesetzt. Ja, das Leben hat er dann nicht aufs Spiel gesetzt. Da waren sehr viele Rettungsböden. Ne? Er hat ja gleich innerhalb von 1 Stunde war Hilfe da. Der will schon früher oder später jagen, nur nicht sofort. Aha. Es gibt ja noch mehr Privilegien, die der Jagdschein mit sich bringt. Ja, bloß das muss man sich da vorher mal überlegen, ob man das denn wirklich dann will. Weil da kommt dann auch noch einiges auf dich zu. Wie war es in Dangas, Malte? Kalt. Bin heute auch von Dangas nach Hause. Tolle Gegend da oben. Ja, es war, ich fand es einfach zu voll. Also es war total gaga da, ne? Also so viel Menschen. Ich bin sonst nie so auf Ostern irgendwo. Das halte ich mich eigentlich bedeckt.
Muss man eben wieder gehen. Thorsten, korrekt. Das heißt Abraxas. Okay. Kulturmarxismus. Marxismus? Aha. Tim, verstehe ich gerade jetzt nicht, aber Outdoorman, mit guten Leuten draußen zu sein, ist für mich die Aussage des Abends. Es geht mir, da geht mir das Herz auf. Ja, das, ich erlebe das einfach mit meinen Freunden, wenn wir in Brandenburg jagen gehen. Es ist für mich einfach, das ist für mich Outdoor in der geilsten Form. Außer ich fahre mit meiner Familie Kanu. Wir wollen dieses Jahr im August, im Urlaub wollen wir wieder hoch nach Schweden und da wollen wir Kanu fahren. Da freuen wir uns schon ganz doll drauf und mein Sohn will auch wieder mit. Unsere beiden Köter kommen mit und dann werden wir mal sehen, was da rauskommt. Ich will auf jeden Fall da wieder raus, aber dieses Draußensein mit guten Freunden, wenn wir, und dann haben wir hier noch, das habe ich das große Glück, mein lieber Kumpel Marek von Redneck Holidays Incorporated, müsst ihr mal gucken, Redneck Holidays Inc. auf YouTube, der das Revier leitet, der auch super, super nett ist, ein super feiner Kerl ist und wo wir dann auch uns als Jäger eine gewisse Freiheit haben, um da das auszuleben. Ich freue mich wieder auf meinen Kumpel Tobi, den ich schon eine ganze Weile nicht gesehen habe. Wir haben uns jetzt letztes Jahr zuletzt gesehen und das wird gut. Jönnys Auto, weil die Frau ist zu schwach und die Handtasche wiegt 30 Kilo, da ist der halbe Hausstand drin. Meinst du, dass die ganze Schminkpaste für das Huhn da drin ist? Und dass er die Schminkpaletten schleppen muss? Auto Heiko, wie kommst du auf das schmale Brett hier, die Vermutung zu äußern, dass eventuell eine neue Staffel Seven vs. Wild auf den Philippinen stattfinden möchte? Gern besser Wisser. Warum beleidigst du mich gerade, Markus Michael? Darf ich das mal fragen, warum du so unhöflich bist? Möchtest du auch von mir beleidigt werden? Ich finde dich gerade nicht sehr gut, möchte gern besser Wisser. Die Zeichen für die Philippinen übrigens sind sehr, sehr klar und deutlich. Aber wenn du das nicht so sehen willst und ich für dich möchte gern Besserwisser bin, ist das ja okay. Es ist auf jeden Fall schön, dass du mich guckst, ich dich aber nicht. Du weißt, ich breche alles mit dem Wenger-Taschenmesser auf. Ah ja. Ja, es ja funktioniert auch. Wir haben letztens, habe ich schon mal letztens erzählt, da im Zuge dessen, wo dieses GSO Jagdmesser mit diesem CPM 3V so stumpf war, dass es gar nicht mehr schneiden wollte, hatte ich ein Victorinox, das da bei mir, das Farmer und oder Big Pioneer, ich weiß nicht, was ich da hatte. Ich habe da mehrere von. Das hier habe ich auf jeden Fall oft in der Hosentasche. Und mit dem haben wir mit der Knochensäge hier in Verbindung mit der Knochensäge, mit dieser Säge das Becken und den Brustkorb aufgesägt und mit der Klinge den gesamten Hirsch aufgemacht. 130 Kilo Rothirsch. Hat geklappt. Und auch noch das Haupt abgeschärft. Das muss man erstmal, also von wegen, dass du, man ist da doch gut mit angezogen mit dem Wenger Taschenmesser. Ich habe mehrere davon, aber ich, ist ja logisch, White Basics, ist ja logisch, dass mein Kanal, der sich mit Messern beschäftigt, wenn ich denn alles mit dem Wenger machen würde, dann würde ich keine Messer zeigen können, weil das ist, wäre ja langweilig für euch, oder? Wo waren wir jetzt gerade? Ich muss mal eben gucken. So. Ich bin gerade hier ein bisschen aus der Reihe rausgerutscht, weil ich hatte das zwar markiert. So, da ist es.
Otterman, ich habe mir für meine Messer das Graef CC120 Messer Schleifgerät gekauft. Ich finde, das wird viel Material abgetragen. Muss das so sein? Ich hatte, glaube ich, auch mal so ein Graef. Das hatten wir für damals fürs Restaurant. Ich fand das sehr umständlich zu bedienen. Und gerade wenn du dann in so einer Großküche arbeitest und da wird nicht immer alles gleich so super sauber gemacht, sammelt das irre Dreck und die kleinen Schleifsteinchen versudelten so schnell. Also ich fand das Ding nicht sehr gut. Also da soll vielleicht dieser Ken Onion Schärfer mit den kleinen Band auswechselbaren Bändern besser sein. Wobei ich den auch noch nicht ausprobiert habe. Ich schärfe ja auch anders auf einem anderen Gerät. Otto, Markus Michael, Fabio auf der Zielgruppe von Fritz bezogen. Es gibt nur um Klicks und Kohle machen. Ich muss ihn auch nicht sehen. Till Austermann, bezüglich deiner Schmerzen könnte man auch mal über Cannabis nachdenken. Ich weiß nicht, ob ich hier immer breit durch die Gegend rennen will. Das wäre nicht so gut. Ja. Meinst du wirklich, dass ein Scandi mit 12C27 oder Sleipner-Stahl ausbricht beim Knochenkontakt? Die Norweger schwören darauf. Das Torben, ich war mal damals zu einer Elchjagd. Ich hatte damals das GEK 2000 von Icon am Mann. Und als es dann darum ging, die härtere Arbeit zu machen, die weiche Arbeit am Fleisch, da ging das, dann machen die viel mit ihren Scandis. Aber als es dann härter wurde und wir das Haupt des und so weiter abschärfen mussten, also da von dem Elch, da hat sich der gute Mann mal eben gefragt, ob er denn mal mein Messer haben könnte, weil das mit seinem Messer nicht geht. Dann nehme ich doch lieber gleich ein Flachschliffmesser und mach das. Ne? Also ich finde das eigentlich so von der Sache her besser. Funktioniert besser, ist einfacher zu nutzen. Tapsi, vielen Dank. Die Firma scheint ein sehr schlechtes, spezielles Hitzeverfahren entwickelt zu haben. Denke, ich werde es testen müssen. Ja, mach mal. Mach und berichte. Till Austermann, nur Schmerzmittel fressen ist ja auch keine Option auf Dauer. Nee, ist es nicht, Till. Wie gesagt, morgen Doc-Termin, morgen früh. Und ich hoffe, dass sich da mal eine neue Perspektiven vielleicht, dass der neue Ideen hat. Mike Subway, ich habe jetzt den Bezug zu den Needy 9 bei Yas, habe ich jetzt gerade nicht mehr da in dem Themenmix hier. Sorry. Outdoor Heiko hört sich schon anders an. Ach so. Entschuldige, Michael, dann wollte Autor Markus, ich wollte dich nicht beleidigen, aber ich fand, dass das ging gleich hier. Du musst das so sehen, wenn du so, ich finde sowas in so Chats, wenn man denn so Besserwisser oder irgendwas mit reinschreibt, du musst sehen, dass ich das dann erstmal für mich deute, wenn du sowas schreibst. Daher finde ich sowas in so einem Chat nicht gut. Ne? Also daher finde ich, man kriegt einiges an Beleidigungen und du musst auch mal verstehen, ich kenne die meisten, die so YouTube machen oder so, die sind auch schnell zu triggern mit, weil man, du glaubst gar nicht, wie viele Kommentare man löschen muss mit so einem Kanal, was da für Leute einem das meinen, dass sie ihren geistigen Müll über dich ergießen müssen und dich beleidigen müssen. Ne? Das Mehl, an dem es heute mangelt, stammt aus der Ernte vom vorigen Jahr. Da gab es keinen Mangel und keine Missernten. Ja, das ist nämlich meines Erachtens auch ein Spekulationsobjekt geworden, ne? Autor Heiko, hör mal auch auf mit blub, blub, blub. Ihr müsst euch nicht hier rumstreiten im Dings. Das könnt ihr meinetwegen bei Facebook machen, aber nicht hier bei uns im Chat. Ja? So. Jönnis Autowelt. Leute, nun entspannt euch mal wieder. Danke. Sehe ich auch so.
Otto, was hältst du eigentlich von Messern von Outdoor Edge? Billiger Stahl und die Messer auch taugen nichts. Sind alles sehr, sehr einfachen Krempel. Otto, Opa Holger, Onkel Hamo, ich glaube, du bist der Dritte, den ich höre, der das auch gepeilt hat. Der Rest der Welt denkt, Wetterweizen erntet man im Winter. Schöne Nummer. Ja. So ist das. Wir haben hier leider einen dollen Zeitversatz. Dieses Schleifgerät mit den Bändern hat mein Vater auch, er passionierter Jäger, schwer drauf. Mir war das zu aufwendig. Ja, sagen wir mal so, Outdoor-Man, Schleifen ist, wenn man es richtig machen will, ist Aufwand und bedeutet etwas Hingabe und Muße, damit man nicht ein teures Messer versudelt oder so. Also ich finde, Messer, die ein bisschen, wenn man eine Affinität zu Messern hat, finde ich, dass es sehr wohl sich lohnt, dass man da sich ein bisschen mit beschäftigt, weil dann hat man erst richtig Freude an den Messern, ne? Guck mal, ich habe hier übrigens gerade von Jas was Neues. Die neuen. Was ist das hier? Auch noch aus russischer Fertigung, hier mit ganz tollem Wurzelgriff. Schön hohe Schliff hat. Das wird schneiden wie Otze, da bin ich mal gespannt drauf. Ich werde euch das nochmal direkt vorstellen demnächst. Ja. Ach so, ja, Mike, jetzt verstehe ich die neuen Messer. Ja, ich freue mich da auch drauf. Das ist für mich übrigens auch immer, viele denken immer so, man kriegt irre viel Kritik auch wegen dieser Geschichte, dass man da sind Leute, die zu dir sagen, ja, jeder bekloppte YouTuber macht jetzt seine Messer und so weiter. Ich sehe das so als Ehre an, dass ich gefragt werde von Firmen, ob ich mich denen annehmen kann, ein Design von mir, weil es gewollt ist und gefragt ist, dass ich ein Design für diese Firma mache. Ich finde, das ist eine große Ehre und ich freue mich da auch immer wie ein Kleinkind drüber, wenn dann hier gerade wie jetzt hier das Ich ist, ne, guckt, so ein schönes Messer geworden, so ein schöner kleiner Zachel, der einfach Spaß macht. Und ich freue mich dann auch wirklich darüber, dass man eben sowas, seine Ideen so verwirklicht werden, dass da viel, viel mehr Leute, eine viel größere Streuung ist und die Leute daran teilhaben dürfen. Ne? Topprig, ich bin raus. Ich geh morgen wieder früh raus. Bist ein cooler Typ. Danke für das coole Lob. Danke für die Antworten. Torben, schlaf gut und ja. Eine schöne kurze Arbeitswoche wünsche ich dir. Bist du wegen der Impfpflicht eingeknickt? Schwach? Der Wanderer? Du, ich habe gerade 2 Jahre, ich habe eine Firma aufgemacht und die Busschule und durfte 2 Jahre damit kein Geld verdienen. Dann habe ich angefangen, in der Pflege als Outdoor-Betreuer zu arbeiten. Mit Behinderten. Und das ist eine große Chance für mich gewesen. Wieder einen neuen Job, neue Sache. Ja, und ich musste sagen, ich habe gewartet und ich habe auch eine Familie, die ich ernähren muss. Ich habe jetzt schon die zweite, beim ersten Mal habe ich zigtausende Euros haben wir in Sand gesetzt mit der Busschule. Also die läuft wieder an. Aber wir haben jetzt 2 Jahre kein Geld damit verdient. Jetzt habe ich gerade jetzt hast du gerade wieder einen neuen Job begonnen und jetzt kommt auf einmal, oder was heißt gerade wieder, aber ich bin schon eine Weile da am Arbeiten und auf einmal kommt wieder ein Fick, der dir deine Existenz nehmen will. Wie viele Existenzen soll ich mir nehmen lassen als Familienvater, als Ehemann und den Menschen gegenüber, die sich auf mich verlassen, dass hier alles läuft. Und wenn du dann sagst, ich bin schwach geworden, nee, ich bin stark, aber ich mache mein Ding, aber was soll ich machen? Das ist ein Zwang, der hier geübt wird. Und ich weiß nicht, wie das bei dir ist, wenn du von deiner Warte aus vielleicht leicht zu sagen, aber wenn du jetzt in irgendwelchen Pflegebereichen arbeiten würdest und damit dein Geld verdienst,
90% der Leute, die ich kenne, haben sich in den Bereichen impfen lassen, weil sie keine andere Wahl hatten, weil sie ihre Familien ernähren müssen. Und über die Schiene hat man die Menschen gekriegt, nicht weil es so war, dass sie Ängste um ihre Gesundheit hatten. Das Messer mit dem Wurzelgriff hier, kannst du mal eben, geh mal bei Jahrs Messer drauf, bei den Neuheiten. Die gibt es gerade da zu kaufen und das sind Reste. Wir hatten nur ein ganz kleines Kontingent gekriegt. Das war das allerletzte, was Jahrs Messer aus Russland rausbekommen hat, was geliefert wurde. Ganz tolle Qualität vom besten Messermacher in Russland, von der besten Messerfirma, die sehr bekannt ist dafür. Und die für Jahrs jetzt dieses Badge produziert hat. Und auf das ist Serge sehr stolz. Und die Messer sind sehr, sehr erhaben. Und hier so eine schöne Denglerlederscheide, wieder diesen klassischen russischen Dengler. Geh mal bei Jahrs auf die Website, da findest du das. Ich glaube, das ist das Adler. Klingenwerk, welcher Stahl würde eigentlich beim Bowie Utility Gerber verwendet? Keine Ahnung. Ich glaube, damals, dieses alte Bowie Utility hatte 440A. Ne? Ja, es macht sehr schöne Messer. Ja, stimmt. Das entwickelt sich langsam. Ne? Und wir werden auch in Zukunft, wenn wir mal sehen, noch viel mehr davon sehen. Es wird noch sich entwickeln, noch weiterentwickeln. Ja, ich finde das auch, Mike, das ist eine Ehre für mich. Und natürlich bereichert man sich auch so. Das ist natürlich klar. Man macht das ja nicht nur aus Jux und Dollerei. Oder wenn der liebe Hund, der da immer umherschleicht, sollte doch mal vor die Kamera kommen. Bodo, Schako, komm mal her. Schako. Ja, Bodo, du pennst da ja. Komm mal rein, wir wollen... Komm mal her, die Leute sagen, du sollst mal kommen. Ja. Komm, bist du ganz müde? Komm mal her, kleine Maus. Er wird immer schwerer, der Sack. Das ist Bodo. Ne? Kleine Maus. Jo, jo. Jo. So. Mike Subway, mein Plan A. Ja, schreib mich an. Oh, ich habe hier geplattert zum Schiedog. Oh, Mist. Mein Drink hier umgekippt. Ich habe hier übrigens seit Stunden einen Drink liegen. Meine Apfelschorle. So. Wie komme ich an meinen Kondorplan A? Möchtest du meinen Kondorplan A erwerben? Ja, kannst du kaufen. Schreib mich an, ich muss mal gucken, was raussuchen. Also ich habe es nicht viel benutzt und ist nicht so richtig meins. Abraxas, ist das jetzt richtig? Indirekte Impfpflicht, da kannst du wenig machen mit Pflichten und Verantwortung. Das ist einfach so. Ne? Jönnis Autowelt, schicke Messer von Jas. Steffen Arzt, was machen eigentlich die Reviews zu Ugritius? Ich bin bisher von den Jungs schwer begeistert. Ich mache bald wieder nochmal, ich habe das Jäger noch, das wollte ich. Ich will jetzt jagen gehen und das Jäger beim Jagen reviewen. Ist das, ich hoffe, das ist in eurem Interesse. Und dann habe ich noch ein Sheepfoot, das werde ich auch noch zeigen. Und... dann habe ich noch das hier. Na, wo ist es denn? War doch eben hier. Kleinen Moment. Ich habe hier so viel Messer vor euch vor mir liegen. Da ist es. Und dann habe ich noch das hier. Da. Und ich mag diese Klingenform gar nicht leiden. Ich werde das nochmal richtig hart rannehmen für euch im Video. Und ich werde wohl hinterher mal eben die Klinge so schleifen, dass sie mir gefällt. Und zwar, dass sie dann so ist. Ein bisschen drop-pointiger. Da werde ich das wegschleifen und das euch auch mal eben zeigen im Video. Hatte ich mir so vorgenommen. Okay, Tools.
Mike Zapfel, du hast schon 6 Messer von Sergej. Ja, dann brauchst du das dringend hier noch. Ganz dringend. Und Gramo, warum muss man sich immer rechtfertigen? Geimpft, nicht geimpft? Macht einen das zu besseren oder schlechteren Menschen? Scheinbar ja in der heutigen Welt. Die Leute wollen das so, diese Spaltung ist ja da. Die ist ja nicht wegzureden, Onkel Hamu. Ja, nicht aus der Welt. Bodo, Bodo. Ja, der Kleine ist echt süß. Das ist ja voll der Kuschelkopf. Der hat heute Nacht bei uns im Bus, ist dann oben immer hoch aufs Bett und hat immer unter meinem Schlafsack mitgepennt. Ihm war wohl kalt. Feini, der Bodo. Tapsi. Harry, moin, Matthias, mach deine Kanutour mit Familie doch bei mir. Du hast deine Ruhe. Ja, das ist so ein weiter Ritt zu dir da hoch. Meinst du, wir sollten das machen? Das ist aber auch, die Kanutour ist ja auf dem Fluss. Und Fluss, da muss ich ja vorher einsetzen, da komme ich ja nicht zurück. Das ist der Punkt bei dir. Das ist, ich weiß, das ist irre geil da, aber da muss man eher stationär sein, oder? Ich habe auf Jackknife geschrieben, war das richtig? Verstehe ich jetzt nicht, wie du das meinst, Mike. Ja, der ist ein richtiger Klopper geworden, der alte Drecksack. Der hat auch so einen richtigen Packerkopf gekriegt. Das ist ein richtiger Beißer. Ja. So. Wie spät ist das überhaupt? Das ist schon 9:30 wieder. Ja, weil wir hier ein bisschen kritisch reden, glaube ich, über so einige Themen, die hier auch so mit reingekommen sind, ist das Video schon in der Monetarisierung eingeschränkt worden. Hier. Das ist witzig, ne? Wie das, wie da die Worte mit, was wir hier schreiben und worüber gesprochen wird, wie das eben mitgehört wird oder von den Computern ausgewertet wird. So, ich wollte heute auch versuchen, mal nicht bis 11 zu machen. Vielleicht kommen wir es heute mal bis 10. Ja. Was ich von EK-Messern halte, damals war das richtig was Tolles. Als kleiner Junge, als Pfadfinder, war ich immer so scharf auf so ein EK-Swede. Und ich habe auch ein ganz altes Video zu einem EK-Swede. Das war damals bei mir im Pfadfinder-Katalog, im Wiese-Katalog drin. Und ich hätte so, so gern eins gehabt. Ich habe meine Eltern immer angehauen. Und nee, damals ein Messer als Junge für 50 Mark damals, das war irre viel Geld, das war unbezahlbar. Die haben die Eltern auch nicht an sowas gekauft. Heute ist das anders. Ich finde, EK-Messer heute hat sie die Zeit eingeholt. Die haben einfach genauso weitergemacht, aber die Messer sind nicht besser geworden. Aber die ganze Messerwelt hat sich aber verändert. Alles ist besser geworden, hochwertiger, bessere Stähle. Und da sind die noch weit, weit zurück und sind immer noch in ihrem alten Habitus hängen geblieben. Harry, ein großer See ist 2 Kilometer von dir weg. Ja, ich hatte das gesehen. Aber der große See ist der... Ich gucke mir das nochmal an. Wir telefonieren einfach nochmal, Harry. Wir können ja die Tage uns nochmal eben wieder kurz schließen. Wir haben lange nicht gequatscht. Stadtgecko, moin. Dirk, jetzt muss ich auch mal eine Messerfrage stellen. Auch wenn ich kein Messerfreak bin. Ja, stell mir die Frage. Dirk, wo ist die Frage? Lass rein, Bodo wächst sich langsam aus. Ja, der ist schon fast so groß jetzt wie Schako und ist aber massiver schon im Gebäude. Was macht Wolfgangs Messer falsch? Du mach weiter so. Winkelkatze. Wolfgangs Messer ist für mich billiger Stanzschrott, der in großen Mengen, es gibt so Phänomene, wenn du, wenn, also es ist nichts Geiles an Messern, das ist einfach nur,
Die Verbreitung vollzog sich nur über massive Verbreitung über YouTube, dass jeder Honk ein Video drüber gemacht hat und Messer von Wolfgangs zugeschickt hat zum Review machen. Ich wurde auch gefragt, hatte da aber keinen Bock drauf, weil ich diese Messer... Und dann kommt hinzu, wenn sie dann auch noch eine weite Verbreitung und billig. Es ist dann irgendwann, wenn sie dann auch nur halbwegs irgendwie aussehen, dass die Leute dann darauf abfahren und dann gibt es diesen Selbstläufereffekt. Und dann, das sind für mich keine, also mich sprechen sie nicht an. Und weil ich mich nicht in diesen Hype einreihen möchte, ist es für mich nicht so interessant und auch sprechen die mich nicht als besonders gute, tolle Messer an, dass sie so herausragen, wie sie sich verbreitet haben. Das hat sich nur verbreitet, weil es billig war und weil die meisten Menschen auf die Werbung reingefallen sind. Fischers Fritz, Fisch, frische Fische, frische Fische, Fisch, Fischers Fritze. Ralf Rabe, die KI hört mit, genau. Die Überwache ist nur zu unserem Besten. Okay, habe ich, ja stimmt, du hast recht, ich habe das falsch gesehen. Jönn ist auch genau Automan, die wollen nur unser Bestes, unser Geld. Harry, jo. Ich habe mir als Arbeitsmesser damals ein Cubeman MT5 gekauft, made in Spain. Ich finde es sehr cool und schön, habe aber keinen Plan, ob es was Gescheites ist. Das Cubeman ist jetzt so ein Arbeitsmesser, ich kenne das. Das ist so auf robust gebaut. Es ist jetzt kein besonderes Schnitzmesser oder so, auch kein besonderes Essenszubereitungsmesser. Das ist eher so ein Brecher, finde ich. Aber dafür ist er dann mir wieder eigentlich zu kurz. Ich finde, dann könnte das länger sein, Dirk. Also, es erinnert mich so ein bisschen an das erste Bear Grylls Messer, was von einem englischen Messermacher gemacht wurde. Ich meine, wenn du damit zufrieden bist, ist das gut. Die Stähle sind jetzt nichts Besonderes. Es gibt heutzutage bessere Stähle. Aber wenn dich das, wenn du damit zufrieden bist, alles okay. Kannst ja mal mitbringen so auf unsere Tour, wenn du magst. Onkel Amo, ich habe mir dein Ich ist gut, mein neues Lieblingsmesser. Danke für dein Design, tolle Arbeit. Wenn es das noch einmal in 3 mm gibt, bin ich dabei. Ja, siehst du, so machen wir das. Wir machen das in 3 mm und dann nochmal in 2 mm und dann nochmal in 1 mm und dann verkaufen wir das immer wieder an dich. Ja, Wolfgangs Messer sind so eine Seuche wie Olight, genau. Alle finden, also, wobei Olight ist ja noch qualitativ sehr hochwertig. Das muss man denen schon lassen. Die Taschenlampen sind wirklich sehr hochwertig, finde ich. Aber die sind, das sind taktische Lampen, die man nicht mal mit dem Handballen anmachen kann. Wegen ihres Magnetschalters, der zum Aufladen genutzt wird. Und das ist das Ding, warum ich so eine Lampe, die eigentlich als taktische Lampe dargestellt wird, sie nicht funktioniert in Verbindung mit Waffenbenutzung. Rockweed, ja genau, Cubeman MT5, gute Mittelklasse, etwas zu dick und schneidet durchschnittlich. So würde ich das auch einschätzen. Ist aber auch nichts Schlechtes. Stefan Arz, hört sich gut an mit UG. Mein Lieblingsmessermarkt ist immer noch das Brisa Trapper 115. Ja, das hatte gerade einer auf dem Survival-Kurs mit und der hat da ziemlich viel mitgemacht. Naja, sagen wir mal ganz ehrlich, das ist ja auch einfach... Chris auch mit einer Glasscherbe einen Rehbock aufgebrochen. Ne? Also so ist das ja nicht. Ja, N, du bist mit deinem EK bis jetzt ganz zufrieden. Danke für die Antwort. Was hältst du von Custom Woodsman? Vor allem im Hinblick auf Bushcraft. Also ich habe gerade hier ein Custom Nummer 10. Kaström hat für die Survival-Kurse, haben die mir 10 tolle Messer gesponsert, sodass ich, wenn Leute kein gutes Messer da haben oder irgendwas, was nicht gut funktioniert oder stumpf ist oder so, dann kann ich einfach den Leuten ein schönes Kaström mal zum Testen geben. Ich finde die Kaström-Messer recht nett. Kaström müht sich sehr, die Bushcraft-Ecke
gut zu bedienen, so will ich das mal sagen. Sie haben jetzt neue, da mache ich bald ein Video zu, weil gerade das Lars Feld hat ein paar Veränderungen bekommen. Die haben ein paar neue Bushcraft-Utensilien, die ich sehr gut finde, die sich in Richtung Ray Mears, Lars Feld gehen. Und die werde ich demnächst noch euch vorstellen. Also ich finde, das Woodsman ist ein schönes Messer. Hab auch das Cubeman Bowie, das ist auch ein Brecher, aber muss so. Das hat 7 mm Stärke. Aha, ist das so dick? Ich bin durch hier. Ich bin mit dem Chat am Ende hier. Mensch. 21 Uhr 35 und Matthias hat das erste Mal geschafft, dass er zum Chat durchdringt nach unten. Aber gleich gibt es wieder einen Sprung. Wetten? Ja. Was hatten wir denn überhaupt noch für Themen? Was hatte ich da eigentlich alles reingeschrieben? Inhalte. Mal gucken hier. Survival-Kurse würde ich gerne mit euch nochmal ansprechen. Auch bitte ich auch ein bisschen, gerade so als Start wieder, um eure Mithilfe. Ich habe für den Mai, in der Mitte des Mai, habe ich einen Survival-Kurs, immer das dritte Wochenende. Das müsste so, ich guck mal eben genau nach. So. Ich starte ja gerade wieder. Wir haben ein neues Kursgelände und 20. bis 22.05. habe ich wieder Kurse. Und falls ihr Bock habt, da mal einen mitzubelegen bei mir hier in der Gegend, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mich da unterstützen würdet. In Werbung in eigener Sache, billige Eigenwerbung, wie Reini sagen würde. Ihr lernt unter anderem dort auch den Reini Rossmann Power Cut. Wir haben ein ganz tolles Gelände, neues Konzept jetzt. Wir haben einen großen Teich, in dem sogar Forellen drin sind. Wir können richtig Survival-Angeln machen. Beim letzten Kurs haben wir Survival-Angeln gemacht. Ich will das mal eben kurz, wartet mal, das suche ich mal eben raus, weil, kleinen Moment, der Sergej hat, wartet mal eben, auf unserem Kurs Videos gemacht. Habt ihr das Video schon gesehen von Sergej, wo er bei mir auf dem Kurs auch war? Und da hat ganz schöne Bilder zu sehen. Wartet mal eben. Und ich nehme euch da mal eben mit rein. Swipe. Und wir haben dort an dem Kursgelände, da hatten wir echt das letzte Dreckswetter. Und wir haben da einmal einen großen Teich. Seht ihr den? Ich mache mal eben auf groß hier. So, da könnt ihr dann sehen, da haben wir hinten einen Teich. Und wir haben unter anderem, da waren hinten schwommen sogar Kanadagänse. Und wir haben Forellen da drinne. Und wir haben auch geangelt mit den Leuten. Und wir haben an einem Tag drei große Forellen geangelt und die Leute hatten, und die haben wir dann hinterher überm Feuer auch noch geräuchert. Und coole Zeit draußen gehabt. Also hier Survival-Kurs in Zukunft als Outdoor-Kurs mit Survival-Elementen, mit vielen Dingen, die so das Leben leichter machen draußen und auch wo wir einfach mal eine gute Zeit draußen verbringen, 3-2,5 Tage. Und falls jemand Lust habt, also daher hier Werbung in eigener Sache für meine Kurse hier. Ne? Und hier haben wir in dem Video jetzt hier mal eben ein bisschen Tarpknoten. Das wird dann auch mal so Basics. Da sind ganz viele Leute bei, die das eine können und das andere nicht. Und das ist sehr interessant. Und übrigens, man lernt immer wieder, ich lerne immer wieder auch von den Teilnehmern sehr viel. Das ist immer ein ganz tolles Geben und Nehmen. Finde ich sehr, sehr super. Ja. Sergej baut da gerade sein Zelt im Sturm auf. Wir hatten richtig Dreckswetter.
Guckt euch das einmal an. Guckt euch das einmal an. Ja. Und schon haben wir wieder Sonne. Ja, wir haben da Wald, wir haben da ein bisschen, ne, es wird zusammengekocht und draußen gelebt und so weiter und ganz viele Kleinigkeiten vom Axt, wie man eine Axt bedient und so weiter, alles wird vorgeführt und wer Bock hat, geht mal auf www.busch-schule.com. Sergej, da hast du nicht getroffen. Ne? Sergej, willst du nochmal? So. Sergej haut daneben. So, ich gehe noch mal ein bisschen auf eure Fragen ein. Hier ist noch was, mal wieder ein Sprung. So, da sind wir. Nein. Sonic Streamer, was ist mit dem Super Edge 1? Das wirst du bald nicht mehr kaufen können, weil die Firma Linda aufgibt. Der Herr Rosenkeimer ist zu alt und der macht das nicht mehr. Und der hat auch keinen Nachfolger für die Firma Linda gegeben und diese Firma wird es bald nicht mehr geben. Klingwerk, was ich für ein 425M halte, weiß ich nicht. Den benutze ich nicht, habe ich keine Erfahrung mit. Ich habe noch das Perser, Ich habe das damals benutzt, ich finde das aber nicht sehr ideal für Outdoor allgemein. Das ist mir zu geschwungen, ne? Also ich benutze das, du musst das auch so sehen, ich benutze Messer im Rhythmus von Wochen, weil dann kommt wieder was Neues, wieder was Neues, wieder was Neues, ne? Und das ist so ein Thema. Ich lasse einfach mal im Hintergrund das Video ein bisschen laufen von Sergej, was wir da gemacht haben. Es war einfach auch eine schöne Zeit draußen. Und Sergej wird bald eine neue, es wird bald von Jas Schlafsäcke geben. Ne? So. Automan, ich würde gern die Kamera halten, wenn wir das Video drehen. Wie breche ich mit einer Glasscheibe das Reh auf? Och, das geht. Geht alles. Alexander Leischner, die Cutemen, das Bubis sind gut. Ich muss mir die auch nochmal angucken von Cutemen. Machst du noch Messerbaukurse? Ja, mache ich, wenn die gefragt werden. Auch durch die Corona, alles eingeschlafen. Durftest ja nichts machen. Muss es dann, also ich mache die, wenn du das möchtest. Und musst du dann Bescheid sagen. Oder vielleicht machst du es mit einem Kumpel zusammen. Bullshit, doch nur 5 mm Korrektur. Hat mich auch gewundert, wenn das mehr gewesen wäre. Mike sagt, na klar, geil, Schlafsacktest. So. Seine Schlafsäcke, das hat der Sergej bei dir? Ja, hat er. Viel Erfolg jedenfalls mit deinen Kursen und Projekten. Ja, danke. Goodfeller Bushcraft Messer, so Besuch weg. Ein Sauerkrautsaft bitte. Aha. Bodo auch live mit dabei. Ja, der Kleine, der hat danach 2 Tage gepennt, weil er so viel aufzupassen hatte. Na klar, ich mache gerne Werbung. Die Werbung ist in der Form, ich mache hier Werbung. Wer mal Bock hat, bei mir einen Kurs zu machen, einfach buchen, herkommen. Ne? Janis Otter, finde ich gut, dass es immer einen Austausch gibt. Das gewinnt doch im Grunde jeder. Das ist auch so wirklich, Jörni. Es ist ja nicht so, dass man die Weisheit mit Löffeln gefressen hat. Man kriegt vieles, guckt man sich ab. Man lernt immer wieder Neues von anderen. Ich finde das immer sehr... ich finde das immer sehr spannend. Und man bereichert sich gegenseitig. Richie, moin, OMG, gut, dass du ich nicht da war, willst du wohl, ne? Rich, ich habe gerade deine Messer hier in die Kamera gehalten. Ne? Damit du Bescheid weißt. Bin ja immer bei dir. Sorry, vielleicht late to the party, aber gab es schon Gedanken zu
den Extrema Ratios. Welche Extrema Ratios? Ich habe keine. Wir haben nicht über Extrema Ratio gesprochen bis jetzt. Goodfella Buschkraftmesser, ein wirklich schönes Grundstück. Ja, das Geile ist, dass du da mit dem Wasser was machen kannst. Wenn wir jetzt mal ein bisschen besseres Wetter haben, auch im Sommer, einfach mal eben da eine Flussquerung simulieren, einfach mal ein Package machen, ne? Ja, da sind wir gerade am Holz machen. Ne? Weil wir hatten durch das Dreckswetter viel zu wenig trockenes Holz und ich hatte und wir wollen den Kurs ja nicht damit vollmüllen sozusagen, dass man jetzt die ganze Zeit Holz sägt, aber da immer hin und her, wir hatten 5 Minuten mal Sonne, dann wieder zack, Hagel, dann wieder, hier seht ihr die Forellen angeln, ne? Lecker essen für alle, Forellen räuchern, eine haben wir gebraten. Ist genug Platz für Zelte, hinten ist aber auch Wald. Hier auf der Seite seht ihr da im Hintergrund den Wald. Da sind so auch schon fertige Shelter drin, so Debris-Shelter. Ne? Eine geräucherte Forelle, frisch geräuchert. Es war natürlich auch eine Sache, dass da viele, wir uns das auch, haben es auch nach der Corona-Zeit hatten viele sehr viel Redebedarf und da war einfach war es so, dass die Leute wirklich, da hast du richtig gemerkt, dass die auch gerne mal gesessen haben und ja, es war aber auch arschkalt da, ne? Also es war richtig ein kaltes Wochenende. Wir haben wenig Sonnenzeit gehabt und ne? Den Prusik verwendest du regelmäßig, das Ding mit dem Stock noch nicht, guter Tipp. Ja, es geht super einfach, ne? Wir hatten hinterher noch hatte Sergej noch ein Messer zur Verfügung gestellt und alle Teilnehmer, es wurde dann, wer am besten schießen konnte mit dem Blasrohr, da wurde dann das ausgeschossen. Könnt ihr euch das Video nochmal bei Sergej auf seinem Kanal angucken? Er freut er sich. Hans, du bist da auch zu sehen gleich beim Schießen. Hans Marona war auch dabei beim Kurs. Der sich hier gerade, hi Hans, wie geht's dir? Goodfella Buschkraftmesser. Matthias, du müsstest eigentlich eine der größten Sammlungen haben, oder sehe ich das falsch? Ich habe sehr viele Messer, glaube ich, ja. Und noch einer? Ja, zweimal. Eigentlich hätte ich gewonnen, aber da ich außer Wertung war, durfte ich nicht gewinnen. Wurde mir verboten. So, dann, ja, war lecker. War auch toll. Tolle Erlebnisse und für viele ist das. Thomas Puchler, wie sieht es bei den Kursen denn aus? Ist bei dir dann 2G oder was? Was ist dann nicht. Oder wird das nicht erfragt? Hätte sehr großes Interesse. Mich interessiert dieser ganze 2G, 3G-Krams überhaupt nicht. Wir sind da draußen im Wald. Und also ich habe jetzt auch keine Seifenspender mehr an jeder zweiten Fichte dran. Ja, man muss das denn da eben, muss jeder für sich ausmachen, ob er denn da mit Maske rumrennen will. Ja? Mike Zapfel, ich bin dann mal raus. Toll, dass du Ostermontag hier was gemacht hast. Danke dir auch, dass du dabei warst. Und ja.
Ich habe nur ein Lofty Wiseman Messer von 1995, Harry. Wiseman ist der englische Mutter des Überlebens. Kennst du bestimmt. 82 Jahre alter Typ. Yo, hab die was Lofty Wiseman Machete hast du? Cool. Darfst du da einfach so angeln, Matze? Ja, darf ich. Privatteich. Oder hast du einen Angelschein? Ich habe auch einen Angelschein. Und nein, dann darf man das nicht als Jäger automatisch, aber auf dem Privatgrund ist das ein Privatteich und da, hier seht ihr das gewonnene Messer vom Sergei. Und ja, da hatte dann der Krafti hatte das gewonnen. War eine coole Geschichte. Hat echt Spaß gemacht mit den Leuten. Ja, ich darf da so angeln. Das geht auch so einfach auf einem Privatgrund. Hallo, Mr. Addiction. Ich freue mich schon auf den Kurs im Mai. Ja, wie gesagt, schreibt noch mal rein und es wäre schön, wenn sich noch ein paar dazu anmelden. Im Moment ist noch ein bisschen wenig Rückmeldung. Die Leute sind wohl sehr verhalten, gerade so mit Kursen und so weiter. Wäre schön, wenn ihr da noch sich ein paar Leute mit anmelden würden. Deswegen hier auch in diesem Zuge Werbung in eigener Sache für meinen Kurs. Es wäre schön, wenn da noch ein bisschen ein paar Leute zukommen würden. Also der See ist klasse, endlich mal wieder angeln. Ja, wir haben auch ganz einfach geangelt, liebe Leute. Wir haben einfach mit einem Haselnussstrauch und einer ganz normalen Haken und einer kleinen mit einem Schwimmer ganz simpel mit einem gesuchten Würmern und so weiter geangelt und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Also das war eigentlich das Angeln, was ihr bei Seven vs. Wild gerne öfter gesehen hättet. Also von daher war das eine schöne Sache. Jo. Ah, schietet das gerade wieder der war hier so. Ja, seid ihr alle kaputt hier vom Osterwochenende? So wenig Leute hier, so wenig Fragen. Ich bin so schnell, bin ich noch nie durchgekommen durch das Thema. Ne? Jo. Habt ihr eigentlich überhaupt mal hier Likes geklickt? Also ein paar Likes könnten noch ein bisschen mehr geklickt werden. Nur 62 Leute haben hier auf dem Like geklickt. Kommt mal hier ein bisschen in Quark, liebe Leute. Alle mal ein Like klicken jetzt. Zack, 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 zack. Volle Pulle, volle Pulle. Einer geht noch. Kota Elsa, wo finden die Trainings der Stadt? In Brandenburg? Nee, in Niedersachsen. Im Raum Rothenburg. Also wir hatten hier jetzt Kota Elsa, wir hatten hier jetzt Leute aus sogar, also hier Hans Maronna ist ganz, der hier auch mit im Chat ist ganz vom Chiemsee zu uns gefahren. Irre. Sergej ist aus Mosbach bei Stuttgart gekommen. Lass rein, Sergej hat doch ein Norka gestiftet. Ich glaube ja, war ein Norka oder irgend sowas. Norka Klinge irgendwie, Norka Messer. Outdoorman, vielleicht kann ich mich ja mal mit einbringen zum Thema Verarbeiten von erlegtem Wild und Fleisch. Beim Kurs, da ist immer was, da geht immer was, jeder bringt sich mit ein, das ist so. So, Jörni hat geliked. Komm, battle. Ja, ich battle noch ein bisschen. Kannst du eine gute Armbanduhr für den Outdoor-Bereich empfehlen? Ich benutze seit Victor geraumer Zeit, die ist aber nicht ganz billig, von Tools for Gents die Automatikuhr. Ich weiß nicht mal genau den Namen. Ich kann mal eben gucken, ob ich das für dich rausfinde hier. Warte. Kleinen Moment, ich mach mal. Dreht sich darum, dass ich die ich trage gerne Automatikuhren, gerne was Wertiges mit Saphirglas, sowas geht und was auch ein bisschen was ab kann. Und die sind super stabil. Und welche habe ich hier jetzt? Warte mal, ich suche sie dir mal eben raus. Die haben ja hier ein paar auf dem
Na, finde ich die jetzt mal. So, wo ist sie denn? Da ist er. Ne? So, kleinen Moment. Ich mache mal wieder hier. Das ist ja das Coole an OBS, dass man mal eben hier euch auch aus dem Netz was zeigen kann. Hier guckt ihr die an. Die benutze ich, die Tools for Gen Sport Diver, PVD Coach, 44mm Taucheruhr, Selita SW200 Automatikwert. Die ist wirklich nicht günstig, aber die hast du die nächsten 30 Jahre am Arm und die geht nicht kaputt, weil es einfach, das ist eine Uhr. Das ist so eine Uhr, die man seinem Kind weitergibt, seinem Sohnemann weitergibt, wo man sagt, so auch ein Statement. Ein Mann, der Vater, vom Vater zum Sohn. Mein Sohn hat auch, der hat eine schöne, er wollte eine Armbanduhr haben und der hat von mir erstmal eine Steinhardt Ocean One habe ich ihm gekauft und weil ich finde, das ist etwas, was vom Vater zum Sohn muss und wenn er noch mal älter ist, bekommt er noch was Schönes von mir. Also der hat noch, dem werde ich noch was vermachen. Hier ist niemand kaputt, lacht Doro, kann leider nicht, weil der sie Umzug hatte. Karfreitag und noch kein Internet, aber schöne Grüße von ihr. Ja, Grüße zurück. Gib es noch bitte einen Link von Sergeys Kanal hier. Geh doch einfach mal auf geh auf Jahresmesser. Einfach googeln, Jahresmesser, J-A-R-S. Ich kann hier bei OBS keine Links reinsetzen in den Chat. Das geht nicht. Kevin Lindemann ist ja gar nicht so weit weg von mir. Ja, siehst du. Kevin, meld dich an. Survival-Kurs. Das ist die Richie, die Diver, ne? Ja, habe ich gerade verlinkt gehabt, hast du gesehen. Von mir sollte das auch nicht so sehr weit sein zu dir, Matthias. Könnte eine kleine Seereise über die Elbe machen. Ja, ist ja nicht weit, ne? Wäre schön, wenn man sich auch mal auf diesem Weg sieht. Ja, wenn wir mal ein cooles Wochenende zusammen verleben, coole Zeit verleben, jeder und noch wieder neues Wissen mit nach Hause nehmen. Und falls ihr da Bock drauf habt, ich würde mich freuen, wenn ihr mich da auch mal unterstützen könntet. Weil die ganze Corona-Nummer, das war bis jetzt mehr als hart. Du investierst, machst und tust und ja, jetzt ist es so, dass die Leute sehr verhalten sind, immer noch mit Buchungen, aber ich hoffe, dass es jetzt wieder langsam mehr wird. Auf der anderen Seite müsste ich jetzt, das ist wieder der andere Punkt, wieder einen Haufen Geld in Google-Werbung setzen, damit ich hier diese Sache bewerbe. Und da habe ich, versuche ich es dann doch lieber im Kleinen und bewerbe das hier selber. Und damit lieber dann, weil das Geld im Voraus rausplempern, das ist im Moment dann auch irgendwann mal nicht mehr drin. Muss ich ganz klar sagen. Ne? Logischerweise, weil ich hatte damals schon das Bushcraft Jamboree, wisst ihr noch, dieses große Event, das war fertig für 2019. Dann kam Corona. Ich hatte vorher so viel Geld investiert für das zweite Bushcraft Jamboree und dann musste ich das einfach absagen. Alles Geld, was ich ausgegeben hatte, war einfach für den Arsch weg. Victor, die hat keine Batterie, die hält ewig. Die Batterie hat, weil es keine hat, die zieht sich automatisch. Ich mache das mal, zeig dir das mal im Victor. Die hat hier so ein Gewicht drinne und das ist eine Automatikuhr, die sich von selbst aufzieht. Hier ist sogar mit Glasboden, Saphirglas, beides Saphirglas. Also es ist mit einer PVD-Beschichtung, das ist richtig. Ich benutze die jetzt auch schon eine ganze Weile. Oben Keramiklünette, das ist richtig feinste Verarbeitung. Die ist absolut auf dem Niveau einer Rolex. Nur, dass eben nicht Rolex draufsteht. Also die kann ich dir nur wärmstens empfehlen, den Wegger. Rattengeiles Teil, die Diver die es bei Tools for Gents zu kaufen gibt. Genau, Automan, du hast eine schöne Glashütte bekommen von deinem Opa. Ja, geil.
Ich habe vor Jahren meiner Frau eine Mühle Glashütte, hab ich ihr gekauft. Eine schöne Uhr war das, ist das. Die hat sie immer noch. Ich ärgere mich so ein bisschen, weil es so eine tolle Uhr ist und durch diese Smartwatches, und sie ist so ein Fan von Smartwatches und sie hat so eine schöne Mühle und so eine schöne Glashütte und sie trägt sie nicht. Einfach schade. Ja, Lars, du erklärst ihm das hier gerade hier, ne? Ne? Viktor, Erklärung hast du jetzt bekommen, ne? Cool. Ja, hier sind scheinbar auch viele Uhrenfans. Also ich glaube auch, dass diese Messermacke und sich eine schöne Uhren und so weiter, das ist so ein Männerding, was ich glaube, da hast du das eine, hast du auch das andere. Man kann sich einfach für solche Gegenstände begeistern. Oh. So. Passiert hier noch was? Da hat noch einer eben hier. Ja. Wie spät haben wir es denn jetzt? 22 Uhr. Wollen wir Uhr vom Vater zum Sohn weitergeben? Wie bei Pulp Fiction. Ja, genau. Im Arsch. Von ihr. Wie hieß er da? Ismeki hat sie 2 Jahre während der Gefangenschaft in seinem Arsch versteckt. Sinn U2 ist auch was Gutes zum Weitergeben. Harry, ich habe eine Sinn U1. Die trage ich aber kaum noch, weil die läuft immer zu schnell. War schon mehrfach bei Sinn zum eingeschickt. Für die Jagd stehst du auf Tritiumuhren. Ja, das ist cool, ne? Tritiumuhren, das macht was. Jörni, du hast auch noch eine Automatik in der Uhr. Ist aber eine billige Swatch, trotzdem läuft sie immer noch. Ja, ist doch gut. Damals dieser Swatch-Hype, das war auch irre. Ne? Da hatten die Leute wie die bekloppten Swatch-Uhren gekauft und hinterher waren die nichts mehr wert. Es wurden höchste Preise für Swatch-Uhren bezahlt. Ist der Markt eigentlich noch da? Wisst ihr das? Ich habe da noch nie wieder was von gehört. Gibt es überhaupt noch Swatch-Uhren? Ja, schöne Uhr, danke. Tapsi, ja, das ist für die Ewigkeit, sind solche Uhren. Da hast du echt lange was. Viktor, ja, sowieso, frag einfach. Ist ja nichts Schlimmes, wenn du dich damit nicht auskennst. Ich kann dir nur sagen, zu Zeiten, wo so eine olle G-Master, wie heißt die da von Casio? Ich bin fast umgeschlagen. Da ist eine alte Plastikuhr, 500 Euro kostet, finde ich, auch wenn sich das jetzt hart anhört, also ist ja erstmal ein Haufen Geld hier, ne? Wenn man mal eben hier so, mal eben 850 Euro, aber diese 850 Euro, die sind nicht weg, wie bei der anderen Uhr, die nämlich nach ein paar, das ist einfach was bleibt. Das ist eine tolle, gute, wertige mechanische Uhr. Junkers Uhren sind auch was Schönes für den schmalen Taler. Ja, ich hatte die letztens auch gesehen beim uns hier beim Juwelier. Fand ich gar nicht so schlecht. Da waren ein paar hübsche Sachen bei. Es waren 3 super tolle Tage mit tollen Menschen. Ich kann es nur empfehlen, sagt Hans zum Survival-Kurs. Danke, Hans. Es hat auch übrigens sehr viel Freude bereitet, dich kennenzulernen live. Du bist echt eine tolle Type. Wir haben viel gelacht, viel Spaß gehabt, viel gute Zeit gehabt. War einfach toll, auch gerade nach Corona wieder gute Menschen zu treffen. Das war sehr, sehr super. Danke dir, dass du da warst. Ich war sehr, sehr schön, dich kennenlernen zu dürfen. MM Knives and More. Hey, hast du mal ein Video machen, wie mobil deine Messer schärft? Du möchtest, dass ich das... ich benutze da immer so ein... Du kannst einfach Kieselsteine nehmen vom Bach, wenn du da Wasser hast. Oder ich nehme den Work Sharp Guided Field Sharpener oder diese kleinen Steine von wie Fjellniven DC4. Hm? Messer, Werkzeug, Sägen, Uhren, ist doch fast alles dasselbe. Lars, stimmt, hast du recht.
Du hast so viele andere Macken, Dirk, steigt Gecko. Erzähl mal, schreib mal rein, bitte. Welche Macken hast du denn mit deinem? Du hast natürlich auch, unser Stadtgecko, der hat ja natürlich auch meines Erachtens eine Bootsmacke. Ne? Da haben wir ihn, ja. Guckt ihn dir an, guckt ihn euch an. Hier ist er mit wir Saki übrigens am Paddeln. Hier ist er mit Saki unterwegs auf seiner Tour. Müsst ihr mal reinschauen bei ihm. Und nicht wenig Gegenwind. Und ich möchte ja auch noch mal so ein Packraft haben. Da musst du mich mal beraten, denn Dirk, wenn wir auf unserer Tour zusammen sind. Und diese Amphibio-Dinger, ich finde die ja witzig. Würde ich gerne auch mal ausprobieren. Das wäre ja noch was. Aber jetzt erstmal fahren wir ja mit dem Kajak. Aber ich weiß, dass du bestimmt, wie ich habe Fahrräder auch. Das ich habe Boote, das ist auch das Einzige, was mir Messer, Uhren, allen Scheiß, ne? Fürstenwalde. Aber schreib mir rein, was hast du noch für Macken? Eine Automatikuhr hat aber nicht zu unterschätzende Folgekosten. Ja, laufen aber sehr, sehr lange. Meine Citizen Solar hat auch mal eben, als dann das Solarzifferblatt nicht mehr funktionierte, hat auch mal eben richtig Geld gekostet, die wieder zu reparieren. Kuta Elsa, Casio Quarzer für einen 20 lang, da stört mich das nicht, wenn sie nachher mit Lack vollgesaut ist. Ja, ist natürlich eine Sache, die man so sehen kann. Ich mag gern schöne Sachen. Der Hans ist der ältere Herr im Video. Hans war unser ältester Teilnehmer, aber eine ganz coole Sau. Sag ich drin, deine Submarine hat für die erste Revision 800 Euro. Das ist natürlich auch Geld, ne? Du musst aber auch erzählen, dass deine Submarine jetzt inzwischen, was kostet die? 12.000 oder was? MM Miles & More ist alles EDC. Genau. Und deine Breitling hat bei der Revision 600 Euro gekostet. Ja, das geht schnell, ne? Es gibt gerade Swatch Omega Moon Swatch und die Leute rasten völlig aus. Muss ich mal googeln nachher. Das ist der Hart. Hängematten, Dirk hat Hängematten, Boote, Rucksäcke, Schlafsäcke, Schuhe, alles, ne? Du hast alle, für alles eine Macke auch. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Hast du auch so einen großen Rüstraum wie ich? Aber hier, diese Bilder sind schön, ne? Von Dirk auf der Tour. Guckt mal einfach rein, die Märkische Umfahrt, die Tour mit Saki zusammen von Dirk. Ist eine schöne Geschichte, schön ruhig, ein entspanntes Video, lustig, die beiden sind ein lustiges Team, ist gut anzugucken. Könnte auch noch ein paar Sachen, Outdoor-Ausrüstung, auch ein paar schöne, coole Sachen sehen, was die so benutzen, da kann man sich immer viel abgucken, finde ich. So. Ne? Alle wollen die haben. 250 Euro werden für 800 Euro gehandelt. Aha. Tapsi, mein Vater hat seinen G-Shock über 10 Jahre auf der Baustelle und immer wieder abgekerchert, etc. und die Uhr lesbar zu machen. Die hat alles überlebt. Für so einen Einsatz ist so eine Uhr echt gut. Ja, sicher. Fahrräder, Zelt. Er kommt nicht mehr aufs Zählen heraus. Ja, sehr schön. Dirk, du hast so schön einen an der Waffe. Herrlich. So, Lars, das meinte ich aber, ich wollte nett sein, denn man ist ja so jung, wie man sich fühlt. Aber wie war das? Jo. Nee, aber muss man sagen, das ist ein ganz lustiger Typ. Das war schön, ihn kennenzulernen. Findest du die Preise von Hilleberg-Zelten gerechtfertigt? Ja, finde ich. In jedem Fall, Winkelkatze. Weil, wenn alle anderen Zelte nicht mehr da sind auf dem
bei Sturm und Gewitter und Regen und sonst was, dann steht dein Hilleberg noch da. Live erlebt. Da sind wir in Bengtsfors nach 2 Wochen Kanutour sind wir angekommen. Und dann braute sich schon was zusammen, so richtiges Unwetter. Und in Bengtsfors war alles auf dem Campingplatz voll. Und wir waren kaputt und fertig und wollten eben nur noch ab ins Bett, haben unser Zelt aufgebaut. Und da war nur noch eine freie Stelle. Haben unser Hilleberg Saivo da aufgebaut. In der Nacht fing das, also es wurde dunkel und es fing simultan damit an zu regnen. Und wir sind, weil wir einfach so kaputt waren, früh ins Bett. Das Ganze, die ganze Platz war voller Zelte. Ich bin irgendwann, weil das so doll geprasselt hat, der Regen, habe ich mir den Schlafsack über die Ohren, also richtig in den Schlafsack rein zugemacht und meinen Sohn, wir alle, und dann wir sind eingepennt und haben gepennt bis zum nächsten Morgen. Am nächsten Morgen stehe ich auf, gehe raus, mach auf, also erstmal das Innenzelt auf, und guck, und wir hatten unsere wasserdichten Kajaktaschen, Kanutaschen, so Ortliebtaschen kennt ihr ja, diese wasserdichten Dinger, und ich steige aus, mach das Zelt auf und bis so ein Stück unterm Reißverschluss von dem Hilleberg Saivo steht das Wasser in das ganze Zelt im Wasser. Auf der anderen Seite, das hat 2 Eingänge, war das genauso. Unsere Taschen waren im Wasser und schwammen zum Teil schon auf dem Wasser. Also war die Pfütze war ungefähr so hoch. Dann mache ich das Außenzelt auf und steige aus dem Zelt raus. Und guck, auf dem gesamten Platz, und das ist keine Lüge, das ist kein Scheiß, den ich euch hier erzähle, da waren ganz viele Zelte, so auch so günstige von so Jugendgruppen. Kennt ihr diese Aldi-Zelte und allen Scheiß? Da lagen ganz viele Zelte in Fetzen, zerrissen, plattgedrückt, kaputt oder gleich. Und in der einen Ecke war ein ganzer Haufen mit kaputten Zelten, die einfach auf den Haufen geschmissen wurden an so einem Schuppenrand. Und dann sind wir, und ich gucke dann weiter, und auf der anderen Seite stand ein einziges Zelt. Winkelkatze, schätze mal, was das für ein Zelt war. Es standen 2 Zelte standen auf der Wiese noch. Einmal unser Hilleberg Saivo und auf der anderen Seite, wir hatten so ein grünes Saivo, stand ein rotes Hilleberg Tara. Und das war's. Und alle anderen Zelte waren weg. Also, das gesehen zu haben, war für mich der stärkste Beweis dafür, dass es sich lohnt, das Geld auszugeben. Also ich habe noch ein Hilleberg Unna, ein Hilleberg Nalo 3 und ein Hilleberg Keron 4 GT. Das sind so die 3 Hilleberg-Zelte, die ich noch habe, die super gut sind, die ich benutze. Lars, du hast auch schon das Video von Lars und Dirk und Saki gesehen, ja. Schöne Sache, ne? Ja, Dirk, das gucken doch mehr Leute, als man immer glaubt, wie man manchmal, wie das so die Abonnentenlage hergibt. Das merke ich auch immer wieder, wie viele Leute dann doch die Sachen angeguckt haben oder da was von mitbekommen haben. Daher war auf jeden Fall schön. Mir hat es auch sehr gefallen, eure Tour. War auch sehr entspannt da mit eurem Brummkreiselboden. Außerdem sah der Hans im Video von Sergei sehr fit aus für einen älteren Herrn. Haha, ja. Ist er auch, wirklich. Das ist eine richtige Kante. Ja. So, Viktor, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und danke für die Hilfe. Ja, bitte, gerne. Ne? Hier die Schwarmintelligenz zu buhren. Ist ja da. Danke, dass du bei uns warst hier. Ich wünsche dir noch einen schönen Restmontag, Ostermontag, und dann viel Spaß beim Arbeiten morgen. Onkel Hamu ist auch raus. Ich muss jetzt mal an die Arbeit. Danke und tschüss für das nächste Mal. Ja, Onkel Hamu, so. Ich würde auch sagen, da jetzt auch das sich hier ein bisschen schon zieht, was haltet ihr davon? Wir hören jetzt heute mal auf. Ich würde gerne das auch beenden. Ich bin auch ein bisschen platt.
Und wünsche euch sonst dann auch noch einen schönen Abend. Und wir sehen uns bald wieder. Irgendeinen Livestream mache ich demnächst wieder zum Monatsende. Nicht diesen Monat das Ende, also zum Monatsanfang mache ich vielleicht wieder einen Livestream. Mal gucken, wie es passt. Ich kriege das nicht immer hin mit den Zeiten. Manchmal habe ich auch was selber was um die Ohren. Wenn ich jetzt nächste Woche konnte ich kein... Ich habe jetzt diese Woche den Stream gemacht. Bei nächste Woche bin ich im Sauerland auf diesem Treffen. Und dann bin ich, wenn ich dann abends wiederkomme, dann bin ich K.O. Da habe ich keine Lust mehr, einen Livestream zu machen. Das versteht ihr. Jo, Lars, Big Mac, moin moin. Was kommen mal wieder, wann kommen mal wieder Jagdvideos? Ich mache bald mal wieder was mit Jagd. Wir wollen aber schon, Big Mac, wir wollen jetzt langsam, möchte ich zum Ende kommen heute mal. Wie sieht es mit einem Live-Lagerfeuer aus? Meinst du, ich sollte mal ein Live-Lagerfeuer machen und dann meinen Laptop runter zum Lagerfeuer schleppen? Das wäre was für dich. Könnte man ja mal machen. Das ist eine gute Idee eigentlich, Wild Basics. Jönnis Auto, ich bin auch platt. Wünsche euch einen angenehmen Abend. Tapsi, auch schön, dass du dabei warst. Guck nächstes Mal bitte wieder rein. Nette Fragen, war schöne Sache heute. Julian der Waldschwein, schönen Abend. Like ist dagelassen. Dankeschön. Ja, liked nochmal eben, wenn ihr Lust habt. Sauerland, sein Herz schlägt für das Sauerland. Ja, ist eigentlich eine schöne Ecke da, ne? Zum Mopedfahren ist das gut. Bloß da ist inzwischen alles gesperrt wegen der Mopedfahrer. Jo, schönen Start. Gute Nacht, schlaft alle schön. Auch an dich, Dirk. Gute Nacht. Schönen Abend noch, schönen Abend noch. Danke, wen haben wir noch? Winke Katze, tschüss. Jörni, tschüss. Richie, auch tschüss. Andreas, tschüss. Wild Basics, tschüss. Abraxas, tschüss. Süttes, dann auch gute Nacht euch allen und viel Spaß noch. Bis denn, wir sehen uns bald wieder. Danke fürs Schauen. Und denkt noch an die, falls ihr Bock habt, mal auf meine Website zu gucken, www.busch-schule.com und dann die Kurse anzuklicken. Danke sehr. Tschüss denn!